Das kann man sicherlich auch für Heiner Flassbeck sagen. Wir haben also zwei Kritiker, aber Kritiker aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und die wollen wir heute aufeinander prallen lassen und schauen, was bei rauskommt. Die Podiumsdiskussion wird geleitet von Frau Karin Butenschön. Die hat heute den schwersten Auftrag. Sie muss nämlich unsere Diskutanten auf Kurs halten und gegebenenfalls zügeln. Das ist etwas, was ich mir selbst nicht zugetraut hätte. Deswegen habe ich Frau Butenschön eingeladen und bin sehr froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute beizutragen für die Podiumsdiskussion. Zum Ablauf. Wir beginnen mit zwei Impulsreferaten der beiden Diskutanten, die jeweils nicht mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen werden. Beide Diskutanten können ihre Position kurz und knackig zusammenfassend darlegen. Wir beginnen mit Dr. Flassbeck, direkt gefolgt von Professor Dr. Gunter Schnabel. Und danach geht es direkt in die Podiumsdiskussion, die von Frau Butenschön geleitet wird. Die Podiumsdiskussion wird, so ist es geplant, etwa 60 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Und danach sind Sie im Publikum gefragt. Sie können dann Fragen an die Diskutanten stellen. Dazu ist ein Mikro im Mittelgang aufgestellt. Sie können sich dann zu der gegebenen Zeit dort positionieren und Ihre Fragen stellen. Wenn Sie das machen, halten Sie sich kurz und knackig, keine Monologe, nehmen Sie Rücksicht auf andere Teilnehmer, die vielleicht auch noch Fragen stellen wollen. Versuchen Sie also wirklich zeitsparend auf den Punkt Ihre Frage zu stellen. Und nun möchte ich unseren ersten Diskutanten auf die Bühne bitten. Dr. Heiner Flassbeck hat das Wort. 10 Minuten für ein Impulsreferat. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe tatsächlich vor 100 Jahren etwa hier studiert. Aber da es erst 75 Jahre alt ist, muss ein bisschen weniger gewesen sein, aber nicht viel. Ja, und ich habe 10 Minuten, meine Position darzulegen, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Insofern werde ich nur ein paar Anmerkungen machen zu unserem Thema. Und habe schon mal einen Punkt weggelassen, nämlich die Finanzmarktstabilität. Wir reden ja alle über Inflation im Moment. Und die Frage ist, hat die EZB tatsächlich Inflation zugelassen, herbeigeführt? Wir haben komischerweise Inflation auf der ganzen Welt, ne? Fast der ganzen Welt. Und insbesondere in Europa. Und die Frage ist, ist die EZB denn dran schuld oder nicht? Und der zweite Punkt, den ich herausgreifen will, ist Verschuldung. Verschuldung ist ja ein großes Wort, aber es geht natürlich immer um die staatliche Verschuldung. Und dazu sollten wir dann nachher diskutieren, denke ich, weil es ist wichtig, dass man überhaupt die Begriffe und die Logik dieses Problems der Verschuldung ein bisschen darstellt. Denn das ist leider bei der schwäbischen und bei der saarländischen Hausfrau vollkommen unbekannt, was das mit der Verschuldung so auf sich hat. Das will ich also mal versuchen, in 8 Minuten, die ich noch habe ungefähr, darzustellen, um einen grundlegenden Punkt schon mal zu machen. Ich habe das genannt, Inflation ist immer und überall ein Lohnproblem. Das lehnt sich an ein Zitat an, das viele kennen. Inflation ist immer und überall ein monetäres Problem oder ein monetäres Phänomen, hat mal ein berühmter Ökonom gesagt, aber Namen tun ja nichts zur Sache. Ich glaube, man kann nachweisen, und das zeigt eben diese Grafik, wie viele andere Nachweise, die man führen kann, das sind fast alle wichtigen Länder der Welt über 2x20 Jahre. Und man sieht jedenfalls auf Fristen wie 20 Jahre, gibt es einen extrem engen Zusammenhang zwischen Lohn in Form von Lohnstückkosten. Lohnstückkosten ist das Verhältnis von Lohn zu Produktivität in einem Land. Ne? Wenn irgendwo die Produktivität um 2% steigt und die Löhne steigen um 4%, dann sind die Lohnstückkosten 4 minus 2 sozusagen, 2% dann. Und das erstaunlicherweise korreliert unglaublich gut mit der Inflation. Das will ich jetzt nicht weiter erklären. Wir halten das einfach mal in Erinnerung. Langfristig hat Inflation immer etwas mit den Löhnen zu tun. Kurzfristig kann das natürlich ganz anders sein, und das haben wir auch gesehen.
Das sind übrigens noch die Lohnstückkosten in der EWU in den letzten Jahren, die auch sehr, sehr moderat gelaufen sind. Aber kurzfristig kann es anders sein. Wir haben es jetzt gesehen, seit einem Jahr gab es in Anführungsstrichen Inflation. Aber eigentlich war es keine Inflation, weil es eben nichts mit den Löhnen zu tun hatte. Was Sie gesehen haben, war ein Preisschub. Es gab Preisschübe, Energie und Lebensmittel und was weiß ich. Von 2021 an schon, aufgrund Corona-bedingt oder was auch immer, ist nicht so entscheidend. Es gab diese Preisschübe, aber wir sehen hier auch, die Preisschübe sind schon wieder zu Ende. Also die Inflation, die keine war, ist schon zu Ende. Und deswegen kann man diese Inflation auch nicht der EZB vorwerfen. Eine Notenbank kann einfach nicht verhindern, dass es Preisschübe gibt. Es gibt kein Steuerungsmittel. Manche Ökonomen glauben ja, es gibt so etwas, die Geldmenge, man müsste nur die Geldmenge festhalten. Aber leider gibt es gar keine Geldmenge auf dieser Welt, die man festhalten kann. Und deswegen gab es diese Inflation, wie gesagt, in fast allen Ländern der Welt, also nicht nur in Europa. Und die EZB hat auch eine Weile, war sie auf dem richtigen Dampfer, hat gesagt, es sind temporäre Effekte. Man wusste es natürlich nicht ganz genau, dass es temporäre Effekte sind, aber sprach alles dafür. Und jetzt sehen wir, es waren temporäre Effekte. In ein paar Monaten wird auch die Verbraucherpreissteigerung, da gucken wir immer genau hin, das ist hier unten, die kleine Kurve da unten, die wird auch wieder auf 2% gehen und dann wird niemand mehr über Inflation reden. Aber das können wir nachher noch Wetten abschließen. Herr Schnabel wird sicher anderer Meinung sein. Die EZB hat extrem heftig auf diese Inflation reagiert, was meines Erachtens ein großer Fehler war. Hier bin ich Kritiker der EZB. Sie hat am Anfang, wie gesagt, den richtigen Ton gefunden und hat gesagt, es ist temporär. Und auf temporäre Preissteigerungen muss die EZB nicht reagieren. Aber der Druck in der Öffentlichkeit war so groß, auch von meinen Ökonomenkollegen. Alle haben gesagt, Inflation, Inflation, Inflation. Und dann konnte die EZB irgendwann nicht mehr anders, als auch zu sagen, Inflation. Aber es hat immer noch mit Inflation nichts zu tun, aber es hat dramatische Auswirkungen, wie man hier sieht. Der deutsche Wohnungsbau, wo wir doch jedes Jahr die Regierung 400.000, 450.000 Wohnungen bauen wollen, ist gerade mal massiv eingebrochen und bricht noch weiter ein. Also von dem Ziel von 400.000 Wohnungen ist man unendlich weit entfernt. Das sind so die kleinen negativen Nebenwirkungen dieser in meinen Augen falschen EZB-Politik. Aber das Eigentliche, was ich sagen wollte, ist die Verschuldung. Wir haben hier eine Zeitenwende, eine tatsächliche Zeitenwende erlebt. Das ist ja ein modernes Wort, Zeitenwende. Eine Zeitenwende erlebt, nämlich von den 60er Jahren, die ich hier mal noch hingemalt habe. Kann man mir unbedingt zeigen? Nee, kann man nicht. Ne? Zeigen kann das nicht. Ne? Oh. Jetzt hatte ich ausgeschaltet, ganz schlecht. Von den 60er Jahren, da hatten wir noch eine Situation, bei der Sparen und Verschulden sich im Privatsektor abgespielt hat. Nämlich die privaten Haushalte sparen, die sparen immer. Ne? Das ist hier ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die blaue Kurve. Alles, was über Null ist, Sparer und was unter Null ist, sind Schuldner sozusagen, Verschulder. Oder wie man sie nennen will. Und was man noch dazu sagen muss, diese Kurven haben die komische Angewohnheit, sich immer genau zu Null zu addieren. Das ist also keine Theorie, was ich hier vorführe, sondern einfache Buchhaltung, makroökonomische Buchhaltung. Warum müssen sie sich immer zu Null addieren? Null, weil wenn einer unter seinen Verhältnissen lebt, das ist der Sparer, der gibt weniger aus, als er einnimmt, muss er einen anderen auf der Welt geben, der mehr ausgibt, als er einnimmt, sonst bricht die Wirtschaft zusammen. Und umgekehrt, es kann niemand sich verschulden, es kann niemand über seine Verhältnisse leben, wenn es nicht einen anderen gibt, der unter seinen Verhältnissen lebt, denn insgesamt haben wir nur unsere Verhältnisse, sonst nichts. Ne? Das ist furchtbar einfach. Das haben aber leider ja, so ungefähr 99,9% aller Ökonomen vergessen, in Deutschland ganz besonders. Herr Schnabel wird das bestimmt auch lehren, da bin ich ganz sicher. Aber sonst, die anderen haben es alle vergessen. Es ist aber unendlich wichtig. Und da ist eben etwas Schreckliches passiert. Man sieht hier in den 60er Jahren, da waren die Unternehmen noch die Schuldner und die privaten Haushalte waren die Sparer. Und dann hat sich die Welt fundamental geändert. Und jetzt, in den letzten 20 Jahren schon, seit 20 Jahren haben wir diese Zeitenwende, wo die Unternehmen Sparer geworden sind. Die Unternehmen sind Sparer geworden, sind also auf der Seite der privaten Haushalte. Und dann stellt sich ja die einfache Frage, und die stellt sich nicht nur in Deutschland, die stellt sich in ganz Europa, die stellt sich auch in den USA, in den USA gerade sehr dringend. Wer macht denn die Schulden?
Einer muss ja Schulden machen. Und man sieht, Deutschland hat eine geniale Lösung gefunden. Ne? Seit Corona hat der Staat wieder ein paar Schulden gemacht. Und man sieht, vorher 10 Jahre hat der Staat in Deutschland auch keine Schulden gemacht, sondern war auch Sparer. Ja, wer macht denn die Schulden? Die anderen. Ne? Die anderen machen die Schulden. Die unsoliden Ausländer, ne? Der Italiener, der Franzose, die machen die Schulden. Das ist doch toll. So eine geniale Lösung, die Deutschland da gefunden hat. Ja. Und dann kommt Deutschland mit dieser genialen Lösung. Das nennt man übrigens Merkantilismus. Deutschland hat einen riesigen Leistungsbilanzüberschuss. Das heißt, es exportiert nicht, um zu importieren, sondern es exportiert, um Arbeitsplätze zu schaffen und den anderen Arbeitsplätze abzunehmen, um es mal ganz grob zu sagen. Und auf diese Weise hat Deutschland sich das Verschuldungsproblem gelöst. Nur komischerweise können das nicht alle Europäer tun und schon gar nicht alle Länder der Welt können das tun, ne? Warum kann man das in der Welt nicht tun? Könnte doch jeder. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, wissen wir doch. Warum kann das nicht jeder tun? Nun, weil die Welt kein Ausland hat, ne? Dummerweise. Die Welt hat nur 3 Kurven, da gibt es kein Ausland. Und wenn man nur 3 Kurven hat und 2 sind auf der positiven Seite, nämlich die der privaten Unternehmen und der privaten Haushalte, was macht man dann? Und das ist die Situation der USA, ne? Da sparen wir noch für die USA, die haben ein Defizit in der Leistungsbilanz, da sind wir noch Sparer für die. Und die Unternehmer sind auch Sparer und die privaten Haushalte sind auch Sparer. Und jetzt klagen sie alle in der Welt, die Amerikaner, die machen ja Schulden, bis zum geht nicht mehr der amerikanische Staat. Jetzt haben sie gerade diese verrückte Schuldengrenze wieder angehoben oder wollen sie anheben, die ja völlig absurd ist. Aber trotzdem in den USA und auf der Welt gibt es jetzt eine gewaltige Diskussion. Die Amerikaner werden jetzt bald pleite sein. Der amerikanische Staat wird pleite gehen, weil er macht ja unendlich viel Schulden. Das stimmt, er macht unendlich viel Schulden. Es gibt nur ein Land, was noch mehr Schulden macht. Das heißt Japan, kennt Herr Schnabel genau, denke ich. Die machen noch mehr Schulden. Warum machen die so viel Schulden, der Staat in Japan? Nun, weil dort, das habe ich jetzt leider nicht da als Grafik, weil dort die Unternehmen schon seit 30 Jahren Sparer geworden sind. Ne? Nach der großen Finanzkrise Anfang der 90er Jahre wurden in Japan die Unternehmer Sparer. Und weil das so ist auf der ganzen Welt, weil das in Frankreich, in Italien, überall so ist, müssen die alle Staaten Schulden machen. Und was sagen die Deutschen und anderen Europäern? Ihr dürft alles machen, aber keine Schulden. Ne? Wir haben eine Lösung gefunden, die niemand wiederholen kann. Und die Europäer sollen etwas tun, was unmöglich ist. Das ist doch toll. Und darüber sollten wir diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Plasbeck. Vielen Dank für guten Schön, für die Moderation. Und vielen Dank, Karl, für die Einladung in dieses schöne Land und diese ehrwürdige Universität. Ja, und ich werde jetzt versuchen zu erklären, warum wir Inflation haben, welche Formen Inflation haben kann und was die Folgen von Inflation sind und warum die Europäische Zentralbank sich aus meiner Sicht in eine Art Zwickmühle manövriert hat. Warum haben wir Inflation? Wir haben Inflation, weil wir viele Aufgaben, die eigentlich dem Staat zukommen, der Zentralbank angelastet haben, nämlich das Krisenmanagement. Und wir haben, wenn wir die letzten 15 Jahre zurückblicken, sehr viel gerettet, hier zum Beispiel Griechenland, die Banken, die Finanzmärkte, den Euro, Italien. Wir haben uns vor dem Virus gerettet, wir haben die Rentensysteme gerettet und wir haben natürlich auch noch auf der Agenda, das Klima zu retten. Das alles kostet und das kann entweder finanziert werden über Steuern oder über die Zentralbank. Wenn ich in die Literatur gehe und versuche zu verstehen, warum Inflation entsteht, dann gibt es im Wesentlichen 3 Antworten. Die erste Antwort ist fiskalische Dominanz. Und fiskalische Dominanz will sagen, die Notenbanken sind nicht unabhängig, sondern sie sind eine Behörde, die dem Finanzministerium untersteht. Und wenn der Staat mehr Geld braucht, dann stellt die Zentralbank dieses Geld zur Verfügung. Das war das Modell, das in Europa, im Süden, in Frankreich, in Italien, in Spanien vor Eintritt in die Währungsunion dominiert hat. Dann gibt es noch die Theorie der finanziellen Dominanz, die sagt, die Zentralbank ist eben eine Bank und die ist oft mit dem Finanzsektor eng verwoben. Zum Beispiel wechseln führende Manager von Goldman Sachs in die US-amerikanische Zentralbank und wenn es auf den Finanzmärkten kracht,
und große Verluste drohen für die Finanzinstitute, für die Investmentbanken, dann springt die Zentralbank ein mit dem Geld der Steuerzahler und stabilisiert die Finanzmärkte wieder. Und die dritte Hypothese ist die bürokratische Dominanz. Auch die Zentralbank per se hat über die Zeit hinweg einen Anreiz, die Kompetenzen auszuweiten. Da je mehr Kompetenzen eine Zentralbank hat, desto größer ist ihr Budget und desto größer sind die Gehälter des leitenden Managements. Und die EZB ist zum Beispiel als Behörde gestartet, die Inflation kontrollieren sollte. Dann kam die Finanzmarktaufsicht hinzu und inzwischen hat die Europäische Zentralbank auch die Klimasteuerung im Visier. So, und wie hat sich jetzt die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank entwickelt? Wir sehen hier die Leitzinsen und die gehen lange Zeit nur nach unten. Und als sie dann den Nullpunkt erreicht haben oder unter Null gesunken sind, da bleiben sie dann ganz, ganz lange bis zu dem Tag, wo die EZB nicht mehr anders kann und die Zinsen dann hastig anheben muss. Das ist die sogenannte konventionelle Geldpolitik über die Veränderung der Zinsen. Aber es gibt auch unkonventionelle Geldpolitik, die dann einsetzt, wenn die Zinsen die Nullzinsgrenze erreicht haben und nicht mehr viel weiter gesenkt werden könnten. Das ist dann die sogenannte quantitative Lockerung. Die Zentralbank kauft im großen Umfang Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen von Banken oder vergibt Hilfskredite an Banken und Unternehmen. Und Sie sehen hier, dass die Europäische Zentralbank über den Zeitverlauf hinweg ihre Bilanz sehr stark ausgeweitet hat. Sie ist gestartet mit einer Bilanzsumme von ungefähr 700 Milliarden Euro und hatte am Höhepunkt vor der einsetzenden geldpolitischen Straffung eine Bilanzsumme von ungefähr 9.000 Milliarden Euro und 4.000 Milliarden Euro davon waren Staatsanleihen, die die EZB in ihre Bilanz genommen hat. Man hat es mit Rettungsmaßnahmen begründet. Hier Mario Draghi, er hat mit seiner Bazooka, wie er es genannt hat, das Problem der europäischen Finanz- und Schuldenkrise beschossen, oder Christine Lagarde etwas eleganter. Sie hat geholfen, die Welt vor dem Virus zu retten und will auch weitere Probleme lösen mit Hilfe der Zentralbank, wie die Klimarettung oder die Gleichberechtigung oder der Kampf gegen steigende Ungleichheit. Alles zusammen heißt, wir haben Gleichlauf von geldpolitischer Expansion, immer lockerere Geldpolitik, fiskalische Expansion, wie sie Herr Flassbeck gefordert hat, und gleichzeitig im Windschatten des billigen Geldes eine Regulierungsschwemme, weil Regulierung erzeugt immer zusätzliche Kosten und die muss ich dann abdämpfen mit zusätzlichen Staatsausgaben oder Subventionen. So, und dann entsteht ein Geldmengenüberhang, wie ich den definieren würde. Und jetzt kommt das Zitat von Milton Friedman, das Herr Flassbeck schon angesprochen hat. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Und Milton Friedman meinte damit, wenn die Geldmenge weit schneller steigt als die Menge aller produzierten Güter und Dienstleistungen, wie Sie hier im Euroraum das eigentlich seit 1999, seit der Schaffung des Euros beobachten können, dann jagt immer mehr Geld, immer weniger Güter. Und das führt dann auf irgendeine Art und Weise, die ich vielleicht nicht zwingend statistisch messen kann, zu Inflation. Und wie sieht es jetzt aus? Sie können an dieser ehrwürdigen Universität ein altes Wirtschaftslexikon aus den Zeiten von Stützel aus dem Regal holen und das Wort Inflation nachschlagen. Und dann würde es definiert als ein Wachstum der Geldmenge über das Wachstum der Gütermenge hinaus. Also das, was ich im vorangegangenen Slide gezeigt habe. Heute wird Inflation anders definiert im Euroraum auf der Grundlage des sogenannten harmonisierten Verbraucherpreisindex. Der misst, wie sich Preise von Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten erworben werden, im Zeitablauf verändern. Und was in diesem Index steckt und wie dieser Index konstruiert wird, das ist eine politische Entscheidung. Und manche Güter stecken eben drin und manche Güter stecken nicht drin. Selbstgenutztes Wogeneigentum wurde im Euroraum explizit ausgeschlossen im Vergleich zu anderen Ländern beispielsweise. Und wenn die Preise dann mal im Laden gemessen werden, dann sind das nicht die, die im Index erscheinen. Da wird von den statistischen Behörden dann noch rumgerechnet, damit die Inflation am Ende auch geringer ausfällt. Deswegen gibt es viele Formen von Inflation, hier nach Mises Geldmengenwachstum, offiziell gemessene Konsumentenpreisinflation,
Vermögenspreisinflation, Anstieg von Aktien, Immobilien oder Goldpreisen, steigende Kosten für öffentliche Güter, versteckte Inflation durch bestimmte Formen der Preismessung, die dazu führen, dass die offiziell gemessenen Preise niedriger ausgewiesen werden als die an den Ladenkassen, Regulierungsinflation oder auch gefühlte Inflation. Seit die Europäische Kommission die Menschen im Euroraum befragt, wie hoch sie die Inflation empfinden, ist die gefühlte Inflation im Euroraum ungefähr 4 Prozentpunkte höher als die offiziell gemessene Inflation. Also das ist jetzt die offiziell gemessene Inflation, die in der Tat lange an diesem 2-Prozent-Ziel lag der Europäischen Zentralbank, das sich über die Zeit hinweg auch verändert hat, aber dann ab Mitte 2021 weit über das Ziel hinausgeschossen ist und natürlich noch weit trotz einer Normalisierung über dem 2-Prozent-Ziel bleibt. Und das ist beispielsweise die Immobilienpreisinflation, die in Teilen des Euroraums schon früh nach der Schaffung des Euros eingesetzt hat. Sie sehen hier zum Beispiel Spanien und sich in Deutschland seit Ausbruch der europäischen Finanz- und Schuldenkrise beschleunigt. Und die würde jetzt zum Beispiel in diesem offiziellen Index nicht erfasst. Was sind die Folgen der Inflation? Kurz und knapp negative Wachstums- und Verteilungseffekte. Negative Wachstumseffekte, weil Inflation Preissignale verzerrt. Die Preise zeigen keine Knappheiten von Gütern und Rohstoffen mehr. Steigende Preise führen zu weniger Konsum und wachsende Unsicherheiten in Zeiten hoher Inflation hemmen Investitionen. Und dann ist der Kuchen, der zu verteilen ist, kleiner. Und dann kommt es zu vielen Verteilungseffekten durch billiges Geld, in deren sich Lenin übrigens schon zu Zeiten der Revolution in Russland bewusst war. Ich kann es jetzt nicht einzeln durchdiskutieren, aber von Privat zum Staat, von Unternehmen zu Finanzinstituten, von Klein- und Mittelunternehmen zu Großunternehmen, von Banken zu Investmentbanken, von der Mittelschicht zu reichen Menschen, von den Jungen hin zu den älteren Menschen und von Regionen mit Klein- und Mittelunternehmen, ich komme jetzt aus Ostdeutschland, hin zu Regionen mit Großunternehmen. Und damit ist die Frage, wie geht die EZB jetzt mit der Inflation um, wenn sie entschlossen diese negativen Wachstums- und Verteilungseffekte bekämpfen soll? Und da stellen wir fest, sie steckt in der Zwickmühle. Denn es ist die Aufgabe der Europäischen Zentralbank, nach den europäischen Verträgen Inflation unter Kontrolle zu halten. Es gilt das Primat der Preisstabilität. Und Preisstabilität aus meiner Sicht ist, wenn das Preisniveau über die lange Frist stabil ist und nicht ansteigt. Deswegen zwingt die Konsumentenpreisinflation jetzt die EZB zu Zinserhöhungen und eigentlich auch zu Verkäufen von Staatsanleihen. Durch Zinserhöhungen destabilisieren Banken. Die erste Destabilisierungswelle im Finanzsektor haben wir in den USA erlebt und die könnte auch früher oder später nach Europa kommen. Und wenn die EZB jetzt Staatsanleihen verkauft, um ihre Bilanz zu konsolidieren, dann wird sie auch den Euroraum destabilisieren, weil dann hochverschuldete Euro-Staaten in Finanzprobleme kommen werden und damit ein Auseinanderbrechen der Eurozone auch nicht mehr ausgeschlossen ist, hier insbesondere mit Blick auf Italien und wahrscheinlich auch Griechenland, Spanien und vielleicht auch Frankreich. So, und das ist mein Input und damit können wir eigentlich in die Diskussion, übergebe ich an Frau Butenschön. Vielen Dank. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion mit dem anspruchsvollen Titel „Das Eurosystem zwischen Inflation, Finanzmarktstabilität und Verschuldung“. Klingt komplex, ist es auch, aber es lässt sich im Prinzip so ein bisschen runterbrechen auf die Frage, wie muss die Geldpolitik aussehen, um unser Geld, unseren Wohlstand und im Prinzip auch unsere Zukunft zu sichern. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt die einmalige Chance haben, von zwei renommierten Wirtschaftswissenschaftlern zu hören, wohin die Reise geht. Es wurde klar in den Referaten, dass es sehr unterschiedliche Denkmodelle gibt. Wir gehen auch gleich noch mal ein bisschen darauf ein. Aber ich möchte noch mal betonen, dass hier ist Ihre Veranstaltung. Auch wenn wir jetzt mitten in unserer Fragerunde sind, ihr könnt jederzeit Signal geben, wenn ihr von den Experten etwas wissen möchtet. Okay?
Also, Herr Professor Israel hat vorhin gesagt, Sie prallen aufeinander, so weit will ich es nicht kommen lassen, höchstens verbal. Aber wir haben gesehen, dass es sehr unterschiedliche Ansätze gibt und mich würde eher interessieren, wie sich die verschiedenen Denkmodelle matchen lassen, wie man gute Ideen zusammenbringt. Und das interessiert mich auch im Hinblick auf die Politik, weil es wurde ja auch gesagt, in den 60er Jahren war die Welt noch in Ordnung. Das stimmt soweit. Die Frage ist, warum unsere Wirtschaft jetzt in so einer Art Dauerkrise ist. Jahrzehntelang hat ja eigentlich alles gut funktioniert. Und ich frage mich, haben unsere Politiker zu wenig Ahnung von Volkswirtschaft? Werden sie schlecht beraten oder sind sie vielleicht sogar beratungsresistent? Herr Professor Flassbeck? Ja, in der Tat, wir haben eine Dauerkrise und das hat Herr Schnabel leider vergessen zu sagen. Wir haben seit 10 Jahren, haben wir zum Beispiel eine unglaublich schlechte wirtschaftliche Entwicklung in Europa, viel schlechter als irgendwo anders auf der Welt. Weit unter dem, was wir uns vorstellen, die Arbeitslosigkeit in Europa ist immer noch extrem hoch. Und es klang so ein bisschen bei Herrn Schnabel, ich habe schon mal mit ihm diskutiert, vielleicht ist das auch nur mein Vorurteil, also dürfen Sie jetzt gleich beurteilen, dass so um die, nach der Finanzkrise irgendwo, haben die Notenbanken sich entschlossen, einfach mal völlig was anderes zu machen und was ziemlich Verrücktes zu machen, nämlich einfach die Zinsen auf Null zu setzen. Aber das war nicht so, sondern es hatte ja Gründe. Es hatte den Grund, den ich vorgeführt habe, dass man, was macht die Notenbank mit den Zinsen? Warum setzt sie die Zinsen auf Null? Nur weil sie dafür sorgen will, dass irgendwo in ihrem Währungsraum die Unternehmen anfangen zu investieren. Das ist nur der einzige Grund, oder? Die Inflation war niedrig oder war negativ sogar, die war unter dem Ziel und sie wollte die Unternehmen zum Investieren bewegen. Aber wir haben gesehen, die Unternehmen haben überhaupt keine Lust zu investieren, sondern die sparen lieber, per Saldo jedenfalls. Und es ist eine extrem schwache, wir haben eine extrem schwache Investitionstätigkeit in Europa. So, und was soll eine vernünftige Notenbank tun, wenn sie in einem Land lebt, wo die Preise unter ihrem Ziel sind, weil die Löhne nicht steigen, die Löhne sind nämlich nicht gestiegen, wie ich gezeigt habe, die sind weit unter dem gestiegen, was notwendig und sinnvoll gewesen wäre, und gleichzeitig nicht investiert wird. Nun, sie senkt die Zinsen so weit, wie es geht. Was soll sie sonst tun? Sie müsste ja verrückt sein, wenn sie was anderes tut. Möchten Sie direkt darauf antworten? Also ich habe erstmal eine Antwort an Sie, was uns unterscheidet. Also ich glaube schon, dass wir beide recht haben. Also Herr Flassbeck denkt ja keynesianisch. Und ich, ganz unmöglich, und ich denke ja eher liberal und ich glaube, der Unterschied ist die Zeitdimension. Ja, also Keynes hat ja gesagt, in the long run we are all dead, und in seinen Modellen, die dann auf der Grundlage von Keynes geschaffen wurden, da wurde ja auch das Preisniveau festgesetzt, das heißt eine expansive Finanz- und Geldpolitik konnte zu keiner Inflation führen in den theoretischen Modellen, aber früher oder später steigen die Preise ja doch. Und jetzt ist die Frage, warum ist es so lange gut gegangen und warum geht es jetzt nicht mehr gut? Mhm. Und die Antwort ist eigentlich eine ganz einfache. Wir hatten ungefähr 20 bis 30 Jahre, ich nenne das asymmetrische Geldpolitiken, immer wenn Krisen kamen, dann wurden die Zinsen stark gesenkt und wenn die Erholung nach der Krise kam, dann haben wir gezögert, die Zinsen wieder im gleichen Ausmaß anzuheben. Und irgendwann hat man sich dann über den Zeitverlauf hinweg eben gegen diese Nulllinie bewegt und damit könnte man eigentlich durch diese Geldschwemme in Krisen, konnte man die Probleme immer relativ gut unter den Teppich schieben. Aber okay, jetzt ist eben der Zeitpunkt, da geht das nicht mehr und jetzt kommen alle Probleme zutage und jetzt können Sie die Probleme nicht mehr lösen dadurch, dass die Zentralbank Geld druckt. Darf ich mal zwischendurch fragen, seid ihr alle vom Fach oder gibt es auch welche, die was anderes studieren oder woanders zu Hause sind, dann würde ich Sie nämlich bitten um leicht verständliche Antworten, weil nicht jeder kennt sich so perfekt aus in der Volkswirtschaft wie Sie. Aber, darf ich eine Anmerkung machen? Ja, bitte. Der arme Keynes, den sollten wir einfach mal rauslassen. Der hat damit nichts zu tun. Der ist tot und lange tot. Und das, was ich gezeigt habe, ist eben, es gibt gar keine keynesianische Situation mehr. Die keynesianische Situation war, wo die Unternehmen sich verschuldet haben und mal ein Jahr sich weniger verschuldet haben wie in Mitte der 60er Jahre und dann der Staat eingesprungen ist. Wir leben in einer Situation, wo die Unternehmen dauernd sparen, da muss der Staat dauernd einspringen. Das ist doch der Punkt. Und was Sie vollkommen vergessen, Herr Schnabel, es gibt Arbeitslosigkeit auf dieser Welt, ne? Und es gibt unterschiedliche Niveaus der Arbeitslosigkeit.
In den USA stimmt das mit den Zinsen zum Beispiel nicht. Die sind sehr viel früher, haben die Zinsen wieder erhöht. In allen Zyklen. Warum? Weil die sehr viel schneller die Arbeitslosigkeit beseitigt haben, als wir das getan haben. In Europa haben wir immer noch 7% Arbeitslosigkeit. Das ist doch nicht nichts. Und da kann man doch nicht sagen, ja, damit haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Die Geldpolitik muss völlig symmetrisch sein. Die muss mit den Zinsen wieder hochgehen. Nein, sie muss Rücksicht nehmen. Sie muss natürlich Rücksicht nehmen, weil die Arbeitslosigkeit wieder was mit der Inflation zu tun hat, leider. Okay, aber Fakt ist ja auch, dass wir im Moment unter einer Inflation zu leiden haben. Also zumindest die, die privat einkaufen gehen, die merken schon da einen Unterschied. Und was die Lohnstückkosten betrifft, wenn ich das vorhin richtig verfolgt habe in Ihrem Referat, dann ist es doch nicht so, dass es jetzt schon wieder vorbei ist mit den Preissteigerungen, sondern im Gegenteil, die Tarifrunden haben ja mitgezogen und das ist ja festgezurrt auf einen gewissen Zeitraum. Das heißt, ich kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen, dass die Preissteigerungen wieder moderat sind, aber die Löhne, die bleiben doch dann trotzdem höher. Also da ist doch durchaus ein gewisser Vorteil für die Beschäftigten da, was ja nicht schlimm ist. Nur ich finde diesen Zusammenhang nicht so ständig gegeben. Nur Nachteile. Also gerade heute ist Statistische Bundesamt mit Zahlen rausgekommen. Die Reallöhne im ersten Quartal sind in Deutschland nochmal um 2, irgendwas Prozent gefallen. Real, also nach Abzug der Inflationsrate. Nominal sind sie um 5,6%, glaube ich, gestiegen, was auch nicht inflationär ist. Ne? Also nachdem wir sind in Deutschland nur nicht mehr gewohnt, dass die Löhne überhaupt mal steigen können. Aber 5,6% ist noch keine Inflation. Und wenn Sie zum Beispiel den Verdi-Abschluss rechnen für nächstes Jahr, da gibt es ja Einmalzahlungen. Das ist ja eine intelligente Lösung, die Gewerkschaften gefunden haben. Da gibt es Einmalzahlungen, die erhöhen die Löhne ja nicht dauerhaft. Ne? Aber die dauerhaften Erhöhungen bei Verdi sind 4% und 3,5% oder sowas in der Größenordnung. Also für dieses Jahr und fürs nächste Jahr, das auch nicht inflationär ist. Alles nicht inflationär. Und was Sie Inflation nennen, sind eben Preissteigerungen. Es sind die Ölpreise gestiegen und die Gaspreise und was weiß ich noch alles. Das kann man Inflation nennen, aber man beschreibt damit etwas, was mit dem, was wir eigentlich unter Inflation verstehen, nämlich ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht, nichts zu tun hat. Ne? Türkei, die hat Inflation, 80% schon 5 Jahre lang. Argentinien hat Inflation, 100% auch schon 10 Jahre lang. Das ist Inflation. Wir haben Preissteigerungen, die gerade wieder weggehen. Aber über die Ende der Preissteigerungsraten sollten wir Wetten abschließen, nicht diskutieren. Okay, was wetten Sie denn? Ich wette jede Menge Flaschen Champagner, dass wir noch in diesem Jahr bei der Verbraucherpreissteigerung in Deutschland 2% vor dem Komma sehen. Okay, also mindestens 2 Flaschen. Mindestens. Und Sie? So, also die aktuell gemessene Inflationsrate im Euroraum ist 7%. Also ich würde wetten, dass wir uns auf 4-7% jetzt über viele Jahre hinweg einpendeln. Das müssen wir auch wetten, da wette ich dann mehrere Kisten Champagner. Ja, also das kann ich mir nicht leisten, aber eine würde ich wetten. Na ja, eine Kiste, 6 Flaschen. Eine würde ich wetten und ich erkläre auch warum. Also erstens, die Lohnpreisspiralen haben ja schon eingesetzt. Ja? Also die Inflation ist angestiegen, wir haben Überraschungsinflation, die Gewerkschaften wurden von der Inflation überrascht, weil die EZB lange Zeit gesagt hat, es kommt keine Inflation. Und wenn sie kommt, dann ist sie nur temporär. Das heißt, sie wird schnell wieder gehen. Aber jetzt steigt sie eben ist hoch seit Mitte 2021. Die Gewerkschaften haben jetzt sehr, sehr viel Kaufkraft verloren. Das haben sie auch richtig festgestellt, dadurch, dass die Preise sehr, sehr stark angestiegen sind. Ich habe heute auch im Internet eine Umfrage gelesen, wie viel der Menschen der Meinung sind, dass sie deutlich Preiserhöhungen erkennen können. Das waren ungefähr 93% bei dieser Internetumfrage mit 150.000 Beteiligten. Und die Gewerkschaften können jetzt eigentlich nichts mehr anderes tun, als hohe Löhne zu fordern. Ich bin ganz bei Ihnen. Sie können Lohnerhöhungen fordern, wie die Inflationsrate ist, weil dann würden die Unternehmen große Verluste machen, weil inzwischen durch die viele Regulierung, die wir in der Europäischen Union haben, ja die Produktivität der Unternehmen stark sinkt und weil es von außen gekommen ist. Wir haben Produktivitätsverluste durch steigende Importpreise. Ja, ich würde sagen, wir haben Produktivitätsverluste durch viel Regulierung, die wir jetzt täglich beobachten können. Also wir müssen nur nach Berlin gucken, was unser Wirtschaftsminister alles plant.
Und wenn wir das alles so umsetzen, wie er das plant, und da kommt natürlich auch noch viel von der Europäischen Union dazu, Taxonomie, die Europäische Union will entscheiden, welche Investitionen gut sind und welche schlecht sind. Das wird natürlich zu großen zusätzlichen Kosten für die Unternehmen führen. Und wir müssen wissen, reale Löhne, also preisbereinigte Löhne, können nur dann steigen, wenn die Produktivität steigt. Aber wenn die Produktivität sinkt, was wir erwarten müssen, aufgrund der hohen Inflation und der vielen Regulierungen, die wir bekommen, da müssen die realen Löhne auch sinken. Und das beobachten wir jetzt auch, haben wir letztes Jahr auch beobachtet. Trotz der deutlichen Lohnerhöhungen sind die realen Löhne dann um 4,2% gesunken. Und das ist was, auf was wir uns die nächsten Jahre jetzt auch gefasst machen müssen, weil die Regierung eben eine Politik macht im Einklang mit der Europäischen Zentralbank, die nicht mehr produktivitätsfördernd ist. Okay, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie sollte die Politik aussehen, damit sie wieder produktionsfördernd ist? Ja, da müssen wir jetzt eigentlich ganz, ganz weit zurückgehen in unserer Wirtschaftsgeschichte. Wir hatten 1948 mal hier in Westdeutschland eine Wirtschafts- und Währungsreform. Da hat Ludwig Erhard eine marktwirtschaftliche Ordnung auf den Weg gebracht und das Rückgrat dieser marktwirtschaftlichen Ordnung, das war eine stabile Währung. Und ich kann auch sagen, warum eine stabile Währung das Rückgrat einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist, weil die deutsche Mark war eine sehr, sehr harte Währung. Deswegen hat die deutsche Mark immer gegenüber anderen Währungen in Europa und auch gegenüber dem Dollar aufgewertet. Dann haben die deutschen Unternehmen immer an Wettbewerbsfähigkeit verloren auf den internationalen Märkten und mussten sich dann immer wieder anpassen, dass sie die Effizienz erhöht haben oder Produkte produziert haben, die eine hohe Qualität hatten und deswegen auf den internationalen Märkten sehr wettbewerbsfähig waren. Und deswegen haben wir auf der Grundlage der Wirtschafts- und Währungsreform dann sehr, sehr hohe Produktivitätsgewinne erzeugt in Westdeutschland, die dann auf drei Art und Weise verteilt werden konnten. Erstens reale Lohnsteigerung, zweitens Ausbau des Sozialstaates und drittens auch Mitfinanzierung des europäischen Integrationsprozesses. Und mit dieser Weichwährung, die wir jetzt haben oder die auch vielfach gefordert wird, haben wir diese Produktivitätsgewinne nicht mehr. Die sind nicht da, sie sind eher negativ. Das heißt, die Reallöhne müssen sinken, die Sozialsysteme müssen schrumpfen und es wird Verteilungskämpfe innerhalb der Europäischen Union um den Wohlstand geben. Wäre das Ihre Empfehlung jetzt auch an? Meine Empfehlung wäre die Erhardsche Reform, eine harte Währung mit offenen Märkten und Wettbewerb. Ja, und aber einem schlanken Staat. Zur Mark kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Bitte? Zur Mark kommen wir jetzt. Es kann auch ein harter Euro sein, so wie er in den europäischen Verträgen verankert ist. Da steht immer noch, die Europäische Zentralbank ist unabhängig und ihr Ziel ist es, das Preisniveau im Euroraum stabil zu halten. Okay. Ja, das hat sie auch getan. Das hat sie doch die ganzen Jahre getan. Sie haben es doch selbst gezeigt. Es war sogar drunter. Es war härter als die D-Mark. Die D-Mark hatte nie eine so niedrige Preissteigerungsrate wie der Euro in den letzten 20 Jahren. Nie. Ich habe ja vorhin die Grafik gezeigt. Da war Deutschland oben. Das war die erste Phase von 1970 bis 90. Da hatte Deutschland 4,5% Inflation. Das dürfen Sie, sagen Sie jetzt einfach, geben wir einfach zurück, 48 vielleicht, das ist noch. Ja, aber kommen wir doch mal zur Praxis zurück. Was wäre Ihre Empfehlung an, ich sage jetzt mal, Herrn Lindner und Herrn Habeck? Naja, die Welt hat sich geändert. Wir müssen erstmal die Welt zur Kenntnis nehmen, so wie sie ist jetzt. Ich kann ja nicht sagen, ich gehe zurück zu Ludwig Erhard, was hilft denn das? Wir haben Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft wird dauernd modifiziert. Wir haben jetzt ganz andere Sorgen, als wir 1948 hatten. Man kann jetzt nicht sagen, wir führen jetzt mal die Marktwirtschaft, eine harte D-Mark oder einen harten Euro. Den harten Euro hat es gegeben. Dass es jetzt ein Jahr Preissteigerungsraten gibt, habe ich ja erklärt. Das kann keine Zentralbank der Welt verhindern. Dass es mal die Preise hochschießen, wenn ich plötzlich gewaltige Importpreissteigerungen habe. Das ist vollkommen unmöglich. Es gibt keinen engen Zügel, an dem die Notenbank dann mit an der Geldmenge zerrt und die Preise gehen nicht hoch. Das ist vollkommen unmöglich. Und was wir tun müssen, ist, wir müssen in der Tat, innovativ müssen wir schon sein. Aber dass die Produktivität zurückgeht, stimmt auch nicht. Die Produktivität steigt in Deutschland und in Europa immer noch, nicht doll, um 1%, aber jedes Jahr. Und die Reallöhne sind auch nicht doll gestiegen, aber auch in der Größenordnung 1% gestiegen. Man kann sagen, wir müssen das noch produktiver werden. Aber dann müssen wir mehr investieren. Das wissen wir doch alle. Da muss mehr investiert werden. Da müssen die Unternehmen mehr investieren. Nun, das sind wir wieder zurück bei meinem Problem. Wenn die Unternehmen sparen,
müssen wir einen Weg finden, wie wir die Unternehmen wieder dazu kriegen, zu investieren. Das ist aber offensichtlich nicht so einfach. Das ist noch niemand auf dieser Welt eingefallen, eine Lösung eingefallen. Und zurückzugehen auf 48 finde ich also wirklich sehr fantasielos. Okay, ich bin jetzt mal ganz kurz Christian Lindner. Ich höre Ihnen beiden zu, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich machen soll. Wir haben Inflation, wir haben Investitionsstau, wir haben große Herausforderungen auf dem Weltmarkt. Was soll ich jetzt machen? Wir können zum Beispiel die Schuldenbremse in Europa nicht einhalten. Das habe ich vorhin versucht zu erklären. Wenn es so ist, dass sich niemand verschuldet, bricht die Volkswirtschaft zusammen. So, da wir die Situation haben in Frankreich, in Italien, dass überall die Unternehmen sparen und in Deutschland. So, was müssen wir tun? Darüber müssten wir nachdenken. Darüber müsste Herr Lindner jeden Tag stundenlang nachdenken. Und dann wird es zu dem einfachen Ergebnis kommen, dass wir die Schuldenbremse in Deutschland und in Europa nicht halten können. Und was verkündet er die ganze Zeit? Wir müssen das jetzt unbedingt einhalten. Wir müssen es einhalten, auf Teufel komm raus. Obwohl die Welt ja nicht mehr so ist. Er redet von einer Welt als Scheibe, die es leider nicht mehr gibt. Die Welt ist jetzt eine Kugel geworden. Ja, also Herr Lindner hat ja recht. Ne? Also warum investieren wir denn nicht mehr? Wir investieren nicht mehr. Wir haben lange Zeit nicht investiert, weil das Geld zu billig war. Die Unternehmen haben auch deshalb Gewinne gemacht, weil es zu billig war. Die Unternehmen haben auch deshalb Gewinne gemacht, weil die EZB Stück für Stück die Finanzierungskosten der Unternehmen abgesenkt hat. Und dann mussten sie nicht mehr investieren, um Gewinne zu machen. Also man spricht auch von Zombifizierung. Die Unternehmen konnten auch deshalb überleben, weil sie billige Kredite direkt und indirekt von der Europäischen Zentralbank erhalten haben. Und wenn es zu Krisen gekommen ist, dann mussten sie nicht vorbereitet sein, weil da konnten sie auf Rettungspakete des Staates hoffen. Und die Rettungspakete des Staates wurden dann wieder im Hinterzimmer durch Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank finanziert. Also ich habe mich ja sehr, sehr lange mit Japan befasst, das wissen Sie auch. Und in Japan gibt es ja diese stagnierenden Investitionen schon viel, viel länger. Und das liegt daran, dass die japanischen Unternehmen von der japanischen Zentralbank und von dem japanischen Staat zombifiziert werden und wurden. Und deswegen gibt es nur eins, wir müssen die Zinsen anheben, weil wenn wir die Zinsen anheben, dann sind die Finanzierungskosten eben teurer für die Unternehmen. Und dann müssen sie investieren, um wieder fit für die Zukunft zu werden. Sie müssen die Produktivität erhöhen und dann wird auch wieder der Wettbewerb steigen. Und die Zentralbanken können nur dann die Zinsen erhöhen, wenn sie keinen Druck von den Staaten haben, dass sie die Staatsanleihen kaufen müssen. Und deswegen ist eine Voraussetzung, das hat Herr Lindner gut verstanden und er ist mit dieser Message jetzt auch ins Ausland gegangen. Er hat einen entsprechenden Beitrag in der Financial Times geschrieben und wahrscheinlich war dieser Beitrag an die Franzosen und Italiener und Spanier adressiert. Und er hat gesagt, wir können nur fit für die Zukunft werden, wenn wir unsere Staatshaushalte konsolidieren und damit den Druck von der Europäischen Zentralbank nehmen. Und das ist seine Stoßrichtung und die geht dann zurück in Richtung Währungsreform. Kurz und dann machen wir mal einen kleinen Break. Ja, das ist die Welt auf dem Kopf. Sie können die Welt so sehen, aber ich finde sie auf dem Kopf. Also wenn man sagt, man muss die Zinsen erhöhen, um die Investitionen anzuregen, die Produktivität zu steigern, finde ich das schon extrem mutig. Also und umgekehrt, wenn man die Zinsen senkt, dann sinken die Investitionen. Bisher haben wir das geglaubt, das sei umgekehrt. Wow. Vielleicht eine ganz neue Erkenntnis, Nobelpreiswürdig. Aber durch nichts zu rechtfertigen, weil es nichts gibt, nichts, empirisch nichts gibt, was diese These stützt. Nichts. Okay. Und das finde ich, einfach, Sie gehen locker über die Empirie hinweg. Ich habe Ihnen gesagt. Aber die Empirie stützt das doch. Über Jahrzehnte hinweg sinkende Zinsen und weniger Investitionen. Ich habe meinen Schwerpunkt darauf gelegt, zu sagen, erklären Sie uns, wie die Unternehmen wieder zu Schuldnern werden, wie sie investieren. Aber wenn Sie das nicht tun und wenn Sie es in Japan nicht getan haben und Deutschland nicht getan haben, bisher jedenfalls, ab morgen mag sich das ja ändern, dann müssen Sie dem Publikum sagen, was dann der Staat tun soll. Okay, ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwann gemeinsam den Champagner hier genießen können, den Sie verwettet haben. Machen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Break und fragen in den Saal. Gibt es irgendwelche Fragen, die sich inzwischen aufgetaucht sind? Ja, bitte. Gehen Sie doch bitte zum Mikro, weil sonst ist für alle nicht so gut verständlich. Die Zeit haben wir alle mal, kein Problem. Hallo,
Sie sind bisher sehr wenig auf die Währungsunion und die Unterschiede innerhalb der Währungsunion eingegangen und gleichzeitig, wie das mit der globalisierten Welt zusammenhängt. Also inwiefern sollte denn, da insbesondere bei dem Eurosystem ist ja die Freizügigkeit von Arbeit und Geld ein essentieller Bestandteil. Können Sie bitte darauf bitte ein bisschen hinweisen oder das diskutieren, inwiefern das halt eventuell auch der EZB im Wege steht, weil sie ja irgendwie ein global für Europa ein System finden muss, obwohl das eventuell zwangsläufig nicht passt für jeden einzelnen Staat. Danke. Okay, an wen geht Ihre Frage? Ich würde gern beide dazu hören. Okay, bitte. So, also es gibt eine Theorie der optimalen Währungsräume, also die versucht zu untersuchen, wann ein Währungsraum funktioniert. Das geht ja auf Ihre Frage hin. Und Sie haben ja schon gesagt, wir haben einen sehr heterogenen Währungsraum. Also die Länder sind sehr unterschiedlich strukturiert und sie haben eigentlich auch sehr unterschiedliche Präferenzen bezüglich der Wirtschaftspolitik. Also der Süden hat immer eine keynesianische Wirtschaftspolitik gemacht. Die Zentralbank hat Staatsausgaben finanziert und der Staat hat das Wachstum angeheizt. Und im Norden war es eben anders. Wir hatten eine unabhängige Zentralbank, die keine Staatsausgaben finanziert hat. Und deswegen haben wir das Wachstum dadurch gefördert, dass die Finanzierungskosten, die realen Zinsen gering waren und viel investiert wurde. Ach so, geringe Zinsen fördern das Wachstum, haben wir jetzt gehört. Geringe reale Zinsen. Ah ja, okay. So. Und jetzt, warum ist der Währungsraum eine Fehlkonstruktion? Die USA haben eine Geldpolitik und eine Finanzpolitik. Ja, und wenn alle Länder in einem Währungsraum in der Rezession sind, dann kann die Zentralbank die Zinsen senken und dann würden alle Länder aus der Rezession gehen. Und wenn alle im Boom sind und Inflation haben, dann kann die Zentralbank die Zinsen erhöhen und die Inflation in allen Mitgliedsländern der Währungsunion abdämpfen. Jetzt ist es aber leider in unserem Währungsraum so, dass wir seit Beginn des Euros unterschiedliche Konjunkturzyklen haben. Also ab 2000 haben wir in Deutschland aufgrund der großen Kosten der Wiedervereinigung extreme Reformen gemacht, die Agenda 2010 unter anderem. Wir haben die Löhne flexibilisiert, um die Kosten in Sozialsystemen zu senken, haben Deutschland in eine Rezession getrieben. Wir haben viel gespart und das ganze Geld, was wir gespart haben in diesen Reformen, haben unsere Banken in den Süden transportiert, wo das ein Feuerwerk erzeugt hat und das Geld lustig und frei verkonsumiert wurde. Also wir hatten eine Rezession in Deutschland und einen Boom im Süden und die Niedrigzinspolitik der EZB hat dann den Boom im Süden noch angeheizt. Und okay, das führt dann in die europäische Finanz- und Schuldenkrise. Dann rutscht der Süden in die Rezession und die geringen Zinsen, die wir dann wieder in Reaktion auf die europäische Finanz- und Schuldenkrise haben, die erzeugt jetzt den Immobilien- und Aktienboom in Deutschland, der dann wohl mit der Corona-Krise endet und dann wieder mit billigem Geld verdeckt wird, das Platzen der Blase. Aber wir haben seit Beginn der Währungsunion einen dysfunktionalen Währungsraum, weil die Konjunkturzyklen nicht gleich sind und von den Finanzpolitiken, die nicht synchronisiert sind in Brüssel, auch noch auseinandergetrieben werden. Und das verursacht dann Krisen wie die europäische Finanz- und Schuldenkrise und auch die Finanzkrise, die sich hinter der Corona-Krise versteckt hat. Und so können wir keinen Währungsraum funktionsfähig halten. Inzwischen haben wir den Währungsraum mit so viel billigem Geld gespammt, dass die gesamte Wirtschaft zombifiziert wird. Und dann haben wir eben negative Produktivitätsentwicklungen. Und dann müssen die Löhne eben sinken. Und das führt sehr stark zu extremen Verteilungskonflikten innerhalb aller Länder, aller Mitgliedsländer der Währungsunion und natürlich auch zwischen den Ländern. Also die meisten Verbraucher oder privaten Haushalte finden den Euro gut, aber ist er Ihrer Ansicht nach der Euroraum eine Fehlkonstruktion? Ja, also ist klar, per Definition eine Fehlkonstruktion, weil in einem funktionierenden Währungsraum haben Sie eine zentralisierte Geld- und Finanzpolitik. Weil eine zentralisierte Finanzpolitik kann dann die unterschiedlichen Konjunkturzyklen ausgleichen. Wenn Deutschland in der Krise ist, dann zahlen die weniger Steuern nach Brüssel und kriegen mehr Arbeitslosenzahlungen aus Brüssel und gleichzeitig zahlen die Länder, die im Boom sind,
mehr Steuern nach Brüssel und verlangen weniger aus der Arbeitslosenversicherung. Gut. Und wenn sich das Ganze gedreht hat, dann ist es wieder andersrum. Da werden die unterschiedlichen Konjunkturzyklen ausgeglichen. Aber wir haben keine gemeinsame Finanzpolitik und wir werden sie auch nicht kriegen, weil sie niemand in der Währungsunion will. Darf ich dann auch mal was dazu sagen? Aber gerne. Das ist nun wirklich also jenseits dessen, was ich jemals gehört habe. Erstens mal sagen Sie, ich will das Publikum nochmal darauf hinweisen, Sie sagen, Inflation bekämpft man durch hohe Zinsen. Ne? Um nochmal auf Ihre schöne Aussage zurückzukommen. Wie macht man das denn? Wenn man die Zinsen erhöht, werden doch die Investitionen angetrieben. Da kann man doch nicht die Inflation bekämpfen. Das ist vollkommener Unsinn. Entschuldigung, ich muss es so deutlich sagen. Sie widersprechen sich total. Sie sagen jetzt, die Zentralbank, wenn sie Inflation bekämpft, muss sie die Zinsen erhöhen. Ja, dann steuert sie ja die Investitionen nach oben. Dann gibt es ja einen Boom. Dann gibt es ja Produktivitätsboom. Und dann, wie geht das denn? Den Transmissionsmechanismus müssen Sie wenigstens mal erklären. Nee, bitte nicht erklären. Ich will jetzt. Das was ist die Unterscheidung zwischen einer kurzen Frist und langen Frist. Ach ja, in der langen Frist sind wir alle tot, sage ich dann nochmal. Aber zu der Frage des jungen Mannes: Warum haben wir Europa? Warum haben wir ein europäisches Währungssystem? Das ist leider nicht so einfach und man kann es überhaupt nicht mit irgendeiner Theorie der optimalen Währungsräume oder sowas begründen. Oder auch begründen, dass es nicht funktioniert. In Europa haben die Länder sich zusammenschließen wollen, weil sie es nicht ertragen konnten, den freien Kapitalmärkten dieser Welt ausgeliefert zu sein. Weil die freien Kapitalmärkte dieser Welt nämlich nicht so funktionieren, wie sich das Herr Schnabel vorstellt, sondern weil sie irrsinnige Spekulationen hervorbringen mit Währungen und dem wollten sich die Länder in Europa entziehen. Und dann haben sie gesagt, da wir das nicht wollen, hängen wir uns an die D-Mark dran und früher oder später hat man dann sich entschlossen zu sagen, wenn wir aber alle an der D-Mark hängen, das ist auch kein gutes System. Das waren ja feste Wechselkurse gegenüber der D-Mark, aber da wurde immer deutsche Geldpolitik gemacht für Deutschland, das war aber de facto europäische Geldpolitik. Und da war es ein absolut konsequenter Schritt zu sagen, wir müssen in den Euro, weil dann machen wir europäische Geldpolitik für Europa. Denn vorher haben wir deutsche Geldpolitik für Europa gemacht. Das war noch viel falscher als irgendetwas anderes. Nur das haben Sie noch nie gehört, Herr Schnabel. Ich weiß, in Ihrer Ideologie kommt das nicht vor. Aber das ist die Praxis, so ist es gelaufen. Und die Menschen wollten in Europa den Euro haben, die Politiker auch, weil sie gesagt haben, einzeln kann man auf dieser Welt nicht gut leben. Und warum haben jetzt wohl Länder wie Brasilien, selbst große Länder wie Brasilien und andere, wollen sich zusammenschließen, um stabile Wechselkurse zu schaffen, weil sie mit den Kapitalmärkten dieser Welt nicht zurechtkommen. Sie haben vorhin die Spekulation genannt bei Hayek, ja. Die müssten Sie ansprechen, Sie müssten sagen, es gibt Spekulationen, es gibt massive Spekulationen auf dieser Welt, mit Währung insbesondere, und die macht ganze Volkswirtschaften kaputt, wie Brasilien etwa in den 2000er Jahren, erste Lula-Regierung. Und dann muss man überlegen, wenn man das alles weiß, dann gibt es keinen optimalen Währungsraum mehr, dann muss man überlegen, wie kann man sich zusammenschließen, wie kann man sich pragmatisch zusammenschließen und wie kann man vernünftige Politik machen, obwohl vielleicht nichts ideal ist hinter dem, was man getan hat. Okay, ich würde vorschlagen, heute Abend und hier und jetzt lassen wir Ideologien weg, sammeln stattdessen gute Ideen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass Sie beide gute Ideen haben. Und langfristig sind wir alle tot, stimmt. Aber wir sind auch noch sehr lebendig, vor allem die Studierenden in diesem Raum. Und die haben Fragen vorab gesammelt. Eine davon möchte ich Ihnen gerne weitergeben, die lautet: Sorgt die gegenwärtige Geldpolitik wirklich für größere Ungleichheit? Wenn ja, sollte sich an der Geldpolitik was verändern oder sollte man auf anderem Weg der Umverteilung entgegenwirken? Was meinen Sie? Das ist eine schöne Frage. Ja, also natürlich, also ich habe mal als Student habe ich hier die Begründung für die stabilitätsorientierte Geldpolitik der Deutschen Bundesbank gelernt und da hieß es immer: Stabilitätsorientierte Geldpolitik verhindert negative Wachstums- und Verteilungseffekte. Und Geldpolitik hat immer Verteilungseffekte. Und je mehr Geld Sie in den Markt geben, desto größer sind die Verteilungseffekte. Und den direkten Verteilungseffekt, den wir jetzt die letzten 20, 30 Jahre von den Geldpolitiken, das war ja global alles dasselbe, die USA sind vorgelaufen und alle anderen Kurs, war, dass sie das billige Geld eben die Aktien- und Immobilienpreise nach oben getrieben hat. Und da brauchen Sie nur in die Statistiken schauen, wer denn Aktien und Immobilien besitzt, nämlich tendenziell die hohen Einkommensgruppen und die älteren Einkommensgruppen. Und die sind natürlich durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und auch die Geldpolitiken der anderen Zentralbanken sehr, sehr viel reicher geworden.
Anders sah es für die Mittelschicht aus, die überwiegend in Bankeinlagen spart. Also sie haben ihr Geld in die Bank eingelegt bei den Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Und die haben sich nicht mehr verzinst, weil die Europäische Zentralbank den Zins gegen Null gedrückt hat, zum Teil auch unter Null. Und bei ein bisschen Inflation wurden diese Ersparnisse natürlich auch real entwertet. Also eine Enteignung der Mittelschicht und die Zombifizierung der Wirtschaft, die dazu führt, dass die Produktivitätsgewinne zurückgehen oder, wenn wir ehrlich messen, wahrscheinlich sogar negativ sind, die führt natürlich jetzt auch dazu, dass die Löhne gedrückt werden, insbesondere für die Menschen, die neu in den Arbeitsprozess einsteigen. Das sieht man auch in Europa und insbesondere in Japan sehr gut. Und das sind dann insbesondere die jungen Menschen. Und deswegen ist es natürlich so, dass die jungen Menschen, die heute im Berufsprozess einsteigen, sehr viel weniger verdienen als noch die Kohorten 10, 20 oder 30 Jahre vorher. Und jetzt müssen die jungen Menschen mit abgesenkten Einstiegsgehältern, wenn die noch Vermögen bilden wollen, zum Beispiel ein kleines Haus oder eine kleine Wohnung für die Familie, dann ist es unmöglich geworden. Und das sind die deutlichsten negativen Umverteilungseffekte der zunehmend expansiven Geldpolitiken. Aber es gibt natürlich noch viele, viele mehr. Also größere Ungleichheit. Ja. Sehen Sie das auch so? Das mag so sein, aber es ist nicht Aufgabe der Geldpolitik, die Ungleichheit zu bekämpfen. Sie macht etwas. Und sie macht etwas vor einem bestimmten wirtschaftlichen Hintergrund, den ich versucht habe zu schildern, nämlich dem Hintergrund, dass die Unternehmen nicht zum Investieren zu bringen sind. So, was tut sie? Sie senkt die Zinsen auf Null, weil das die einzige Möglichkeit ist, die sie hat. Und das feuert die Aktien und andere Märkte an. So, das ist ein Nebeneffekt, ein Kollateralschaden kann man das nennen. Aber was soll die Geldpolitik sonst tun? Sie kann doch nicht die Zinsen erhöhen. Das ist das, sieht man ja jetzt, wenn der Wohnungsbau abstürzt, das ist viel schlimmer für die unteren Einkommen auf Dauer, als wenn ein paar Aktien steigen. Aber also sollte sich die Geldpolitik Ihrer Ansicht nach nur um die Unternehmen kümmern? Nein, sie sollte sich überhaupt nicht, sie sollte um die Gesamtwirtschaft kümmern. Sie soll sich um Preisstabilität kümmern, aber Preisstabilität gibt es eben nicht ohne eine funktionierende Wirtschaft. Sonst gibt es Deflationen. Deswegen muss sie sich auch um eine funktionierende Wirtschaft kümmern. Aber sie hat keine Ziele wie Ungleichheit oder sowas. Auch Klima, das Klimaziel, was Frau Lagarde immer erzählt, ist Kappes. Auch da kann die EZB am Rande ein bisschen rumfutzeln, aber sie kann da nicht wirklich was machen. Sie hat die Aufgabe, die Wirtschaftspolitik zu unterstützen, und sie hat die Aufgabe, die Inflation niedrig zu halten. Das ist ihre Aufgabe. Das kann sie, wie man sieht, ganz kurzfristig kann sie das nicht, aber auf mittlere Sicht kann sie das schon. Und sie muss es im Verein mit den Gewerkschaften und den Arbeitnehmern tun, damit dort vernünftige Lohnabschlüsse zustande kommen. Ich habe von Herrn Schnabel nichts gehört die letzten 20 Jahre, als in Deutschland die Löhne viel zu niedrig gestiegen sind. Er hat das dann Arbeitsmarktflexibilisierung gerade eben genannt. Nur diese Arbeitsmarktflexibilisierung war natürlich genau verkehrt in der Währungsunion. Ne? Die Arbeitsmarktflexibilisierung, die übrigens Rot-Grün durchgesetzt hat, nachdem ich nicht mehr im BMF war, hat genau dazu geführt, dass Deutschland sich zu Lasten der anderen bereichert hat. Es hat Arbeitsplätze geschaffen zu Lasten der anderen. Es hat intern abgewertet in der Währungsunion. Das war glatt verboten, denn alle Länder hätten sich an das Inflationsziel von 2% halten sollen, und das hat Deutschland nicht getan. Das jetzt zu heroisieren und zu sagen, ah, Deutschland war super flexibel, aber ansonsten sollten die Löhne immer kräftig steigen, ist wieder ein Widerspruch, den ich also wirklich ungeheuer finde. Okay, lassen wir es mal im Moment so stehen. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite, eurer Seite? Ja, bitte. Ja, das ist eine spannende Diskussion. Ich fürchte, wir haben gar nicht genug Zeit, um das alles auszudiskutieren. Bitte. Ja, ich habe eine Frage zu Ihrem Punkt. Und zwar, Sie sagen jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass wenn wir niedrige Zinsen haben, dass das zum Investieren anregt. Und wenn wir jetzt hier mal auf die letzten Jahre gucken, da hatten wir ja niedrige Zinsen. Und gerade jetzt hier, ich als Saarländer habe jetzt auch momentan nicht so den Eindruck, als würde hier sonderlich viel investiert werden, sei es jetzt im Saarland, sei es jetzt in Deutschland, sei es jetzt in Europa, sondern dass die Investitionen eigentlich eher an anderen Kontinenten momentan stattfinden. Vielleicht können wir das hier nochmal einmal gemeinsam diskutieren. Okay. Ja, in der Tat, wir haben geringe Investitionstätigkeit, aber was soll die Geldpolitik tun? Wenn aus den Gründen, die ich genannt habe, die Unternehmen nicht zum Schuldenmachen zu bringen sind, dann kann sie trotzdem nur ihr Instrument einsetzen. Ihr Instrument ist der Zins, und den setzt sie so weit runter wie möglich, weil das einzige Möglichkeit ist, die Unternehmen vielleicht zum Investieren zu bewegen. Es reicht aber nicht. Es reicht aus vielen anderen Gründen nicht,
weil das System eben nicht mehr so funktioniert, wie es in den 60er Jahren funktioniert hat. Es gibt diese einfache mechanische Funktionsweise des Systems nicht mehr, weil die Unternehmen inzwischen ihre Position gewechselt haben. Ich wäre zum Beispiel dafür, die Steuern für die Unternehmen mal zu erhöhen. Wir haben in Deutschland die Unternehmenssteuern halbiert unter Rot-Grün, auch Anfang der 2000er Jahre. Die könnte man immer wieder verdoppeln jetzt auf ein normales Niveau heben, dann würden wir sehen, was die Unternehmen tun. Dann, wenn wir dann noch die Zinsen erhöhen, dann würde ich mal sehen, was in Deutschland und Europa los ist. Von Steuern redet Herr Schnabel nicht, das mag er nicht so gerne. Aber die Zinsen soll man erhöhen. Das gäbe eine Katastrophe. Vermutlich gäbe es keine Katastrophe. Es ist einfach ein Faktum, dass kein Land der Welt in den letzten 20, Japan 30 Jahren es versucht hat, die Unternehmen wieder auf ihre normale Position zu bringen, nämlich zum Schuldner zu machen. Es hat kein Land der Welt versucht, weil wir haben wirklich keine valide Theorie dazu. Ich weiß auch nicht genau, ich kann da nur rumspekulieren, ehrlicherweise. Aber wenn die Situation so ist, dass die Unternehmen sie nicht verschulden, dann muss der Staat die Schulden machen. Dann zu sagen, die Staaten müssen konsolidieren, das ist einfach verrückt, weil das heißt, wir gehen tief in die Rezession. Und wenn wir aber in die Rezession gehen, dann muss der Staat trotzdem ja wieder Schulden machen, weil der kann die Arbeitslosen ja nicht verhungern lassen. Ne? Also das ist völlig irre, das ist völlig widersprüchlich. Man muss dann wenigstens konsequent sein, sagen, wenn wir das nicht schaffen, die Unternehmen wieder zu Schuldnern zu machen, dann muss der Staat sich verschulden. Und da brauchen wir nicht über Schuldengrenzen oder Schuldenbremsen im Grundgesetz reden. Das ist einfach so. Und das ist diese Zeitenwende, die Ökonomen wie Herr Schnabel leider nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Kann ich mir zwar jetzt nicht ganz so direkt vorstellen, aber bitte, ja, erstmal Ihre also Position diese dazu. Diese anhaltende Niedrigzinspolitik war ja eine Umverteilung von den Haushalten zu den Unternehmen, weil auf den Kapitalmärkten, das hat Herr Flassbeck ja auch gezeigt, sind die Haushalte Sparer und die haben nichts mehr bekommen für ihre Ersparnis. Und die Unternehmen haben viel Geld gespart, weil die haben früher Zinsen gezahlt für die Kredite und mussten geringe Zinsen zahlen oder viel geringere Zinsen. Deswegen hat die Nullzinspolitik viel, viel Geld in die Kassen der Unternehmen gespült. Die hätten investieren können, aber die haben nicht investiert. Und warum haben sie nicht investiert? Ja, weil es nicht nötig war. Sie hatten keinen Druck, die Produktivität zu erhöhen. Und selbst wenn sie die Kapazitäten ausgebaut hätten, dann hätten sie diese zusätzlichen Kapazitäten auch absetzen müssen. Und wenn die Kaufkraft ständig sinkt durch die Inflation oder durch die Lohnrepression, in die wir die Gewerkschaften getrieben haben, dann können sie auch die Kapazitäten nicht ausbauen, weil die Kaufkraft gar nicht gegeben ist. Die Kaufkraft schwindet durch die Inflation und dann können sie Kapazitäten nicht aufbauen. Dann können sie höchstens das Geld sparen. Das tun die Unternehmen, das hat der Flassbeck auch schön gezeigt. Und dann können sie das auf den internationalen Finanzmärkten dadurch recyceln, dass sie kräftig im Casino mit spekulieren. Und das Casino, das Finanzmarktcasino, das wurde natürlich auch durch die Politik des billigen Geldes immens angeheizt, weil wenn sie ins Casino gehen und da die Scheine rumwerfen, dann können sie Gift drauf nehmen, dass die Leute mehr spekulieren und mehr spielen. Also Entschuldigung, da muss ich nochmal unterbrechen. Sie sagen, Sie sollten nicht als Ökonom sagen, es werden Scheine rumgeworfen. Hat irgendjemand einen Schein aufgefangen von der Geldpolitik bisher? Machen Sie nicht solche Sachen. Das ist einfach unfair, den Leuten zu erzählen, die Geldpolitik schmeißt Scheine rum. Die schmeißt keine Scheine rum. Niemand hat einen Schein bekommen von den Milliarden, die da ausgegeben wurden. Es waren nämlich keine Scheine, sondern es waren Schuldscheine. Ne? Man hat Schulden machen können, dann hat man Geld gekriegt. Das ist immer noch ganz normal in Europa, in Deutschland und sonst wo. Es werden aber immer solche Bilder gewählt, die einfach vollkommen daneben sind. Die sind vollkommen unangemessen. Sie verwirren die Leute und es wird der Eindruck erweckt, wir haben eine total unsolide Geldpolitik, ein total unsolides Europa natürlich. Und früher oder später wird das ganze System zusammenbrechen. Brauchen wir nur im Internet gucken. Ihre Nachfolger sozusagen, die kommen dann und sagen, es bricht alles zusammen, es gibt die Hyperinflation. Das ist unglaublich unverantwortlich. Es gibt alles das nicht. Es gab jetzt eine kurze inflationäre Phase, die wird sich ganz schnell wieder beruhigen und dann sind wir wieder in der Situation, wo wir vorher waren, die überhaupt nicht gut ist, aber die nicht auf irgendeine Katastrophe hinausläuft. Und wenn Sie sagen, was ich auch extrem unfair finde, Sie müssen Zahlen an die Wand werfen, wenn Sie sagen, es gab Inflation, die Löhne aufgefressen hat, das stimmt einfach nicht. Die Löhne sind nicht gestiegen, weil wir Druck gemacht haben auf die Löhne, wegen dem, was Sie Arbeitsmarktflexibilisierung nennen, ne? Weil Deutschland angefangen hat mit diesem Druck Arbeitsmarktflexibilisierung, das hieß Lohndruck nach unten. Deswegen sind in ganz Europa die Löhne nicht gestiegen. Und jetzt kommen Sie hinterher, wo Sie nie etwas dagegen gesagt haben und sagen, jetzt, aber das ist schuld an unserer Krise. Aber Inflation gab es überhaupt nicht, die dazu geführt hat, dass die Löhne
nicht gestiegen sind, die Kaufkraft nicht gestiegen sind. Wir wollten nicht, dass die Kaufkraft steigt, weil wir geglaubt haben, wenn man niedrige Löhne hat, dann wird es funktionieren. Und das wird es genau nicht. Okay, soweit zur Ursachenforschung. Aber Fakt ist doch auch, offenbar investieren oder verschulden sich die Unternehmen, das ist wohl ihrer beider Position, viel zu wenig, um sparen. Ja, sie sparen. Und das ist das falsche Signal, wenn ich das richtig verstanden habe. Er müsste es mal wissen. Stattdessen muss der Staat sich mehr verschulden, als er will. Keine Alternative. Sie sparen und, diese Milliardenschulden kommen auch zusammen ohne realwirtschaftlichen Gegenwert. Wie lange geht das noch gut? Ja, das geht wie in Japan. Der Staat muss sich immer weiter verschulden. Die Staatsverschuldung steigt. Oder in den USA. Aber wie gesagt, es müsste jemand dann mal mutig sein, kann der Herr Schnabel sein oder wer auch immer, und sagen, was man dagegen tun muss. Ich bin dafür, wie gesagt, die Steuern auf der ganzen Welt, in allen Ländern, wo die sparen, zu verdoppeln für die Unternehmen. Nur das muss man einmal sagen, dann geht der Lindner an die Decke. Lindner weiß das alles gar nicht, worüber wir reden. Ne? Dieses Sparen Unternehmen ist in Deutschland nicht, darüber wird nicht geredet. Darüber wird in den Medien nicht geredet, in der Politik nicht geredet. Und das ist das entscheidende Problem. Wir wollen es gar nicht wahrhaben, dass wir in einer anderen Welt leben. Wir wollen es nicht wahrhaben und deswegen können wir auch nicht ernsthaft über Lösungen sprechen. Denn die Lösung heißt kurzfristig immer, selbst in den USA, dem Superland der Marktwirtschaft, heißt die Staatsverschuldung. Es gibt keine andere Lösung, okay. Logischerweise. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich bin auch der Meinung, dass die Unternehmen zu viel sparen. Das liegt aber an den strukturellen Bedingungen, die der Staat geschaffen hat. Die Unternehmen werden jetzt auch noch subventioniert, aber man muss ja natürlich auch trennen zwischen großen und kleinen Unternehmen. Also welche Unternehmen werden denn subventioniert? Das sind die großen Unternehmen, das ist insbesondere die Autoindustrie in Deutschland, die immer überproportional im Vergleich zu allen anderen Unternehmen von den Krisen profitiert hat, weil der Mechanismus ist ja immer derselbe. Wir schreien Alarm, dann wird ganz viel Geld am Tisch gelegt und wenn sich der Nebel gelegt hat, dann haben die großen Interessengruppen schon zugegriffen und haben sich an diesen Rettungspaketen bereichert. So war es ja in der Corona-Krise und so war es auch in der Energiekrise. Und so wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Es gibt natürlich auch andere Unternehmen, die nicht von diesen Rettungspaketen profitieren. Das sind die ganzen Kleinen, die keine Lobby haben und die dann schließen müssen, weil die Kaufkraft der Leute immer weiter schwindet. Also die ganzen Restaurants, die Dienstleistungsunternehmen, die kleinen Geschäfte. Und die müssen dann dicht machen. Und das sind eben auch Verteilungseffekte, die wir haben, die bedingt werden durch eine expansive Geldpolitik, eine expansive Finanzpolitik, die das Geld dann ungleichmäßig verteilt. Und dazu noch eine Regulierungspolitik. Die Interessensgruppen sind natürlich in Brüssel auch eifrig dabei, immer mehr Regulierungen nach vorne zu bringen, mit denen die Kleinen nicht mehr zurechtkommen, die Großen aber schon. Und also, das ist eine Welt, die mir nicht gefällt. Sie sind auch der Meinung, die Steuern für die Unternehmen sollten erhöht werden? Sie können die Steuern erhöhen. Beide Kontrahenten sind dafür, dass die Steuern für die Unternehmen insgesamt, für die Großen, nur für die Großen, verdoppelt werden in Deutschland. Ja, aber das werden Sie nicht tun, weil die Großen haben ja politischen Einfluss. Aber die Sie sind dafür. Das ist der falsche Weg. Ich glaube, Sie müssen die Subventionen zurückstreichen. Das warum ist das wollen Sie erste. Nicht die Steuern erhöhen? Wenn Sie die Subventionen nicht zurückstreichen, erhöhen Sie die Steuern. Weil das ist der gleiche Effekt. Das ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Bürokratie. Also zuerst blase ich den Unternehmen das Geld in die Kassen mit Subventionen und subventionierten Krediten und dann besteuere ich es wieder weg. Also ja, wie soll das funktionieren? Geld darf den Unternehmen gar nicht erst geschenkt werden. Okay, bitte einen Moment Geduld und bitte Ihre Frage. Ich habe eine Frage an Herrn Schnabel. Und zwar haben Sie ja vorhin gesagt, dass die Nullzinspolitik Verteilungseffekte hat, die Sie nicht begrüßen. Welcher Zins hat für Sie positive im Sinne von wünschenswerte Verteilungseffekte? Wie hoch ist der? Wo liegt der? Und woher nehmen Sie diese Zahl? Okay, das ist eine sehr spannende. Das ist die Frage nach dem natürlichen Zins, den wir nicht kennen. Also erstmal mit den Verteilungseffekten. Ich sage das so, dass die Geldpolitik ihre Verteilungseffekte minimieren soll. Ja, das ist was anderes. Also sie soll möglichst verteilungsneutral sein. Also sie soll sich möglichst so verhalten, dass die sehr ungerechten Verteilungseffekte gar nicht entstehen. Also ich
verstehe die Verlautbarung von Lagarde inzwischen so, dass sie sagt, also zuerst schafft sie über ihre Geldpolitik extrem ungerechte Verteilungseffekte, darüber redet sie aber nicht, aber wenn sie mal da sind, dann will sie ganz aktiv drin sein, wieder die Welt gerechter zu gestalten. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Ja? Es ist nicht Aufgabe der Zentralbank, hier negative Verteilungseffekte aus der Welt zu schaffen. Die Zentralbank soll sich so verhalten, dass diese extrem ungerechten Verteilungseffekte nicht entstehen. Und das ist die Frage nach dem natürlichen Zins. Das beantwortet Hayek in seiner Theorie. Also die Zentralbank soll den Zins dort halten, wo Sparen und Investieren im Gleichgewicht sind. Und wo das ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also ich würde jetzt mal, nachdem ich viele Jahre darüber nachgedacht habe, würde ich sagen, das ist ein realer Zins vielleicht zwischen 3% und 5%. So würde ich das sehen. Aber wo genau das gesetzt wird, das ist natürlich dann auch Aufgabe der Zentralbanken, das herauszufinden. Die haben ja viele, viele schlaue Mitarbeiter, die sich mit dem Thema befassen. Ich kann aber auch sagen, der neutrale Zins, der ist immer positiv und der kann sich nicht immer nach unten bewegen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Er wird irgendwo positiv sein, er kann auch ein bisschen schwanken, aber es wird aus meiner Sicht zwischen 3% und 5% liegen, real. Dazu muss ich noch eine Anmerkung machen. Also der reale Zins ist eine Fiktion, der natürliche Zins ist eine Fiktion und der neutrale Zins ist auch eine Fiktion. Das alles gibt es in Wirklichkeit nicht. Niemand weiß es noch. 1000 Mitarbeiter bei der EZB haben bisher nicht herausgefunden, wo der richtige Zins liegt. Es ist immer ein Abtastprozess. Die EZB muss nach unten gehen, wenn die Investitionen nicht steigen. Das hat sie getan. Und dann muss sie hinterher rückschließen, sozusagen, ach ja, offensichtlich war der Zins niedriger, als ich gedacht habe, der natürliche Zins. Ne? Die muss ja unter den natürlichen Zins, damit mehr investiert wird. Aber dass er sagt, der natürliche Zins ist immer positiv, das finde ich wieder toll. Weil vorher haben Sie gesagt, die Produktivität könnte auch mal null sein oder ist sogar negativ bei uns. Woher kommt denn der positive Zins, wenn die Produktivität niedrig ist oder negativ ist? Das gibt es nicht. Der Zins, Marktbedingungen. Nein, nicht der Markt. Es gibt keinen Zins. Wenn es keine Produktivität gibt, gibt es keinen Zins. Es kann gar keinen Zins geben. Wo soll er denn herkommen? Wer soll den bezahlen? Wo soll denn der Zins herkommen, wenn es keine Produktivität gibt? Dann haben die Unternehmer keinen Zuwachs und dann kann es gar keinen Zins geben. Das ist also ein grandioser Widerspruch. Ich möchte noch mal auf Ihre Vorschläge zurückkommen, die Steuern für Unternehmen zu erhöhen, wie auch immer. Ja. Da wäre doch eigentlich ein guter Ausweg, die Steuer für internationale Konzerne, über die so viel gesprochen wird, von mindestens 15%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warum bewegt sich da so wenig? Ja, weil die Lobby unheimlich stark ist, ne? Weil die Neoliberalen das auf keinen Fall wollen. Der Herr Lindner hat doch der erste Satz im Koalitionsvertrag heißt doch, niemals Steuererhöhung, niemals Steuererhöhung. Ne? Das ist neoliberal. Naja gut, aber wir reden ja von Meta, darum Google, wem auch immer. Ja? Ja, aber international, man hat sich wenigstens auf 15% geeinigt, aber das war ja schon viel. Aber es gibt Wettbewerb der Staaten um möglichst niedrige Steuern und Deutschland hat diesen Wettbewerb mitgemacht die ganze Zeit. Wir haben Irland zugelassen, das extrem niedrige Steuern hatte, sogar negative zeitweise. Wir lassen alles Mögliche zu auf dieser Welt, dem verrückten Gedanken eines Wettbewerbs um Unternehmensattraktivität Geltung zu verschaffen. Was völlig verrückt ist, weil es nur ein Runterkonkurrieren ist. Wir können in die Schweiz gucken, da ist es besonders absurd. Da konkurrieren die Kantone sich gegenseitig runter. Wer ist der größte Steuersenker? Das führt am Ende in eine verrückte Welt. Und es führt genau in das Gegenteil von der Welt, die sich der Schnabel vorstellt, nämlich der Druck auf die Unternehmen, wirklich was zu tun, um Steuern zu verdienen, der wird immer geringer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann auch der Staat in die Zwangslage kommt, zu sagen, ich kann jetzt nicht noch mehr Geld drucken. Und noch, ja, Deutschland zum Beispiel. Ein Staat tut das ja, aber nicht. Ein Staat alleine kann es nicht tun. Müssen schon alle sich zusammenschließen in irgendeiner Weise. Aber im Euroraum wäre es doch machbar. Nicht mal im Euro. Ja, im Euroraum vielleicht schon, aber so haben sie Irland. Ne? Irland ist ein Niedrigsteuerland. Also Irland die ist Antwort klein. Ist einfach, wir haben viele Länder und die machen alle eine andere Steuerpolitik. Und sie können die nicht vereinheitlichen über die ganze Welt hinweg. Da müssen sie auch Curaçao und die Cayman Islands mit ins Boot nehmen und die wollen gar nicht. Nein, aber Irland ist schon, Irland ist klein, aber Irland ist in Europa und Irland ist ein ganz eklatanter Fall. Irland ist der Fall, an dem wir
regelmäßig scheitern bei in Sachen Gleichbehandlung der Besteuerung zwischen Unternehmen. Okay. Also und das müssen wir abschaffen. Das müsste abgeschafft werden. Nur die Iren, weil sie klein sind, sind dann immer ganz aufgeregt und könnt ihr jetzt Anekdoten erzählen, wo der irische Finanzminister angefangen hat zu heulen und gesagt, du willst mich fertig machen, du willst mich kaputt machen. Wir sind ein armes Land, wir sind vor 100 Jahren noch alle ausgewandert, weil wir so arm waren. Und jetzt wollt ihr euch kaputt, uns kaputt machen mit höheren Steuern. So ein Quatsch. Okay, aber wir haben jetzt so viele Fehlentwicklungen zusammengetragen und ich höre immer wieder, ja bitte, Sie haben Vorrang. Kurz zur Einführung, ich bin IT-Unternehmer, ich habe ein IT-Unternehmen seit 2005. Bitte noch mal ein bisschen lauter. Ich habe ein IT-Unternehmen seit 2005, habe also die Entwicklung verfolgt und ich muss sagen, eine Steuererhöhung würde mich nicht zum Investieren anreizen. Was mich zum Investieren anreizt, sind die Steigerungen der Mitarbeiterlöhne. Wir hatten durchschnittlich ungefähr 60.000, 70.000 Euro pro Mitarbeiter bezahlt über die letzten minus 15, 10 Jahre. Jetzt verdienen Masterstudentenabgänger von Universitäten wie zum Beispiel Saarbrücken 130.000 im Jahr. Ja, und dieser Sprung ist natürlich viel höher. Und der zwingt mich, wesentlich produktiver zu sein, als ich das jemals vorher war. Also die Lohnsteigerungen sind für mich ein Anreiz. Also das wäre vielleicht nochmal eine Frage an beide, wie Sie das sehen. Also nicht die Steuern, sondern die Löhne wären. Ja, das ist ja mein Argument. Also nicht nur Löhne, sondern auch Zinsen. Ja, also wenn Sie die Löhne erhöhen und die Zinsen erhöhen, dann geht Druck auf die Unternehmen aus, zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern, was aber auch im Umkehrschluss heißt, dann gibt es Arbeitslose und die müssen irgendwo anders hinwandern. Das heißt ja auch, weil sie müssen ihre Arbeitskraft durch Kapital ersetzen, das heißt ja investieren. Aber da hätte ich auch keine Bedenken, also wenn sie investieren, die Effizienz zu erhöhen, dann steigt die Produktivität, dann steigt das reale Lohnniveau und dann gibt es auch zusätzliche Nachfrage nach Dienstleistungen und dann konnten neue Jobs im Dienstleistungssektor entstehen. Ja, dann braucht man, sind wir wieder bei dem Thema, dass man die Arbeitsmarktflexibilisierung Anfang der 2000er Jahre in Deutschland war fundamental falsch. Weil sie hat nur den Exportkanal bedient, wir haben unsere Güter billig verschleudert, aber wir haben nicht genügend heimische Binnennachfrage gehabt, um einen Anreiz für heimische Investitionen zu setzen. Insofern war das eine fundamental falsche Politik. Auch wenn wir uns darauf einigen können, ist ja auch schon mal schön. Ja, in einem dysfunktionalen Währungsraum, das war das Problem. Dysfunktional ist doch eine Frage, die viel komplizierter ist, aber in einem Währungsraum. Wir waren in Deutschland, ich war bei den Verhandlungen dabei, 1999 haben wir darauf beharrt, wir Deutschen haben darauf beharrt, dass das Inflationsziel in Europa 2% ist. So. Jeder vernünftige Mensch, und die EZB wissen das alle, und andere vernünftige Menschen wissen es auch, weil sie meine Empirie kennen, wissen, dass auf Dauer, wenn ich 2% Inflation einhalten will, muss ich die Löhne 2% über meiner Produktivität erhöhen, über der Produktivitätssteigerung. Ne? Löhne müssen dann immer 2% über der nationalen Produktivitätssteigerung liegen. Das Land, das sich am meisten dagegen verstoßen hat, weil es da runtergegangen ist, war Deutschland. Unmittelbar nach Beginn der Währungsunion. Das ist doch verrückt. Und das hat dazu geführt, dass wir diese riesigen Leistungsbilanzüberschüsse gemacht haben. Und das führt dazu, dass wir so tun können, als bräuchten wir keine Staatsschulden. Und das führt zu der verrückten Politik, dass wir den anderen vorschreiben, die das gar nicht können, dass sie auch ihre Staatsschulden verringern können. Aber die können das aus logischen Gründen nicht. Wir verlangen etwas Unmögliches, weil wir am Anfang einen grandiosen Fehler gemacht haben. Und das alles wird politisch akzeptiert in Deutschland. Es wird nicht mal mehr diskutiert. In den Medien gibt es den deutschen Leistungsbilanzüberschuss überhaupt nicht mehr. Man will es nicht diskutieren, man will es nicht wahrhaben, dass Deutschland hier den Keim der Zerstörung der Währungsunion gelegt hat. Von wegen dysfunktional. Wir haben sie dysfunktional gemacht. Es ist jetzt natürlich auch ein Weilchen her, aber mich beschäftigt nach wie vor die beiden Stichworte. Milliarden. Lassen Sie mich bitte kurz ausreden und dann geht es weiter. Richtige Politik, falsche Politik. Ich frage mich, warum gibt es eigentlich in Deutschland nicht
solche Thinktanks wie in anderen europäischen Ländern oder im Ausland, die so jedes Gesetzesvorhaben mal durchrechnen, bevor es wirklich auf den Weg kommt? Oder gibt es das, ohne dass ich es weiß? Gibt es schon. Es gibt, der Staat hat 6, 7 wirtschaftswissenschaftliche Institute. Ja, aber die beraten ja nur, ne? Die haben ja, die kann er auch zu Beamten machen, dann sind das Thinktanks in ihrem Sinne, aber die haben eigentlich die Aufgabe. Und wir haben Universitäten, hochbezahlte Professoren, die alle darüber nachdenken sollten, die das aber nicht tun. Aber es läuft offenbar trotzdem vieles schief. Natürlich läuft vieles schief, aber auch deswegen nicht nur, weil wir keine Thinktanks haben, sondern weil die Politik überhaupt keine Thinktanks haben will. Sie wollen da, was will denn Herr Lindner mit einem Thinktank? Er weiß ja nicht, was er damit machen soll. Habeck auch nicht, nein, stimmt genauso. nein, ich bin völlig Habeck und Lindner. Sie müssen sich mal anschauen, welche Qualifikationen die Staatssekretäre in diesen deutschen Ministerien haben. Herr Lindner hat es jetzt geschafft, nachdem er nichts von Volkswirtschaft versteht, 3 Juristen als Staatssekretäre einzustellen, als beamtete Staatssekretäre. Das ist eine grandiose Leistung. Das zeigt, er will von vornherein nichts von der Sache wissen, es interessiert ihn nicht. Er hat seine Standpunkte, die verteidigt er in Brüssel, auf Teufel komm raus und damit machen wir Europa kaputt. Die nächsten sind die Spanier, dann kommen die Franzosen, früher oder später sind sie alle auf der rechten Seite, weil wir dieses Europa kaputt machen. Sehen Sie das auch so? Also wir haben natürlich Thinktanks, aber ich bin inzwischen sehr disillusioniert von den Thinktanks, weil die werden alle von irgendjemandem finanziert. Und da muss ich immer schauen, von wem wird denn dieser Thinktank finanziert? Und wir hatten jetzt auch eine Diskussion mit Blick auf dieses Wirtschaftsministerium. Ja, liefert der Thinktank einfach nur die Meinung, die sich die Politiker wünschen? Und das gilt natürlich für alle Facetten und für alle Denkrichtungen. Also wir können gar nicht mehr sicher sein, wer der richtige Berater ist. Am Ende kann ich jedes Problem so oder so darstellen und ich kann die wissenschaftliche Evidenz in die eine Richtung oder in die andere Richtung produzieren. Also es ist ganz, ganz schwierig, sich auf die Kompetenz der Thinktanks zu verlassen. Es bleibt am Ende aber aus meiner Sicht immer ein Spektrum von der Organisation unserer Wirtschaft in 2 Ecklösungen. Also entweder wir haben Marktwirtschaft oder wir haben Planwirtschaft. Und alle Länder bewegen sich in diesem Spektrum hin und her. Es gibt aus meiner Sicht kein anderes Wirtschaftssystem, es gibt keine reine Marktwirtschaft und es gab nie eine reine Planwirtschaft, aber man bewegt sich da halt immer hin und her. Und je nachdem, in welcher Ecke man sitzt, hat man dann eben viel Wachstumseffekte und viel zu verteilen, was dann wieder in Richtung Planwirtschaft führt. Oder je mehr ich mich in Richtung Planwirtschaft bewege, desto weniger habe ich zu verteilen und desto mehr fliegen mir dann meine Pläne, die ich Berlin mache, auch um die Ohren. Und dann muss ich mich gezwungenermaßen wieder zurück in Richtung Marktwirtschaft bewegen. Noch eine ganz kurze Anmerkung und dann die nächste Frage. Ich habe ja selbst über 10 Jahre beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gearbeitet in Berlin. Das war ja ein Think Tank mit 120 Wissenschaftlern beschäftigt. Also da müsste man schon was rauskriegen können. Ne? Nur es ist so, es gab damals auch noch unterschiedliche Positionen zwischen den Think Tanks. Die gibt es heute auch nicht mehr. Ja. Und das zeigt mir besser als irgendetwas, dass niemand an einer wirklichen Diskussion interessiert ist. Die politische Spitze ist nicht an der Diskussion interessiert, weil sie gar nicht in der Lage sind, der zu folgen und gar nicht ausgebildet sind, was auch immer. Ja. Weil es einfach eine generelle Ignoranz gegenüber den Ökonomen gibt. Und das haben sich die Ökonomen selbst zuzuschreiben, weil die Ökonomen eben auch nicht mehr ernsthaft untereinander diskutieren, außer wir beide heute Abend, aber sonst diskutieren die Ökonomen nicht mehr untereinander. Und das ist eines der ganz großen Probleme. Wenn ich immer einen Einheitsbrei präsentiere, mit dem niemand was anfangen kann, dann sagen die Politiker und auch die Zentralbanken, die großen Institutionen, sagen, wozu brauche ich diese Wissenschaft? Ich habe hier 1000 Leute, 1000 ausgebildete Akademiker, mit denen arbeite ich einfach und die Wissenschaft und das, was da draußen rumturnt, das interessiert mich einfach nicht. Fatal. Bitte Ihre Frage. Ich wollte direkt daran anschließen, und zwar haben Sie, Herr Schnabel, ja vorhin das Wirtschaftsministerium erwähnt, und Sie, Herr Flassbeck, das Finanzministerium, aber in einem anderen Zusammenhang. Und zwar frage ich mich, ist es so, dass die Politiker einfach keine Ahnung haben, beziehungsweise dass die Ökonomen keine Ahnung haben, wie Sie, Herr Flassbeck, sagen? Oder ist es so, dass Interessen verfolgt werden und die jetzt, wie soll ich es, einfach mit anderen Mitteln
Anführungszeichen durchgesetzt werden müssen. Ich möchte gerne die Meinung von Herrn Schnabel wissen, weil Sie vorhin gesagt haben, das Wirtschaftsministerium drückt in Anführungszeichen Sachen für Ihre Lobby durch. Was drückt denn Christian Lindner durch, den Sie vorhin noch gelobt haben, als Sie gesagt haben, er ist für die Staatskonsolidierung in anderen EU-Ländern? Und von Ihnen, Herr Flassbeck, auch die Interessensfrage, warum sehen wir keine Veränderung, beziehungsweise sehen Sie, dass sich jetzt gerade etwas ändert in der Politik, auch wenn es in der Wissenschaft nicht so ist? Okay. Sie zuerst dann? Okay. Ja, Sie haben völlig recht. Also die Politiker folgen ihren Interessen und die wollen liefern. Ja? Und Herr Habeck muss liefern bezüglich der Umwelt-, Klima- und Energiepolitik, die er versprochen hat. Und Herr Lindner muss seinem liberalen Klientel liefern, das sich schon lange wünscht, dass er liberalere Positionen vertritt. Und ich bewege mich jetzt viel in diesem liberalen Umfeld. Und bis vor 6-7 Monaten waren seine Wähler noch sehr, sehr frustriert und die lassen sich nur langsam jetzt beruhigen durch diesen liberaleren Kurs, den er verfolgt. Das ist ganz klar. Beide Politiker, beider Couleur folgen ihren politischen Interessen. Die Frage ist nur, was im Interesse der Wähler ist. Und dann ist es natürlich auch wieder eine Dimension, eine kurzfristige Dimension und eine langfristige Dimension. Grundsätzlich wollen Politiker immer verteilen, ja, also wer viel zu verteilen hat, ist natürlich bei der Mehrzahl der Menschen beliebt und mit der Einführung der quantitativen Lockerung, ich habe die Bilanz der Europäischen Zentralbank gezeigt, ab 2015 haben die Politiker einen viel, viel, viel größeren Verteilungsspielraum gekriegt, weil die Europäische Zentralbank Staatsanleihen im Gegenwert von 4.000 Milliarden Euro gekauft hat, also wenn wir sagen 25% auf Deutschland, da konnte die GroKo unter Frau Merkel 1.000 Milliarden Euro zusätzlich verteilen. Ja? Und das hat ihr natürlich auch politisch genutzt. Jetzt ist es aber anders, jetzt wächst die Europäische Zentralbankbilanz nicht mehr aufgrund der Inflation. Und deswegen ist es für die Ampelregierung viel, viel schwieriger, politisch zu überleben, weil die können viele Versprechungen machen, aber jetzt plötzlich werden sie auch mit den Konsequenzen, mit den Kosten konfrontiert. Die Leute fragen sich, ja, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Und damit ist die Politik der Ampel sehr viel schwieriger durchzusetzen heutzutage, als die Politik der GroKo vor der Ampel, weil die einen zusätzlichen Finanzierungsspielraum von Frau Lagarde bekommen hat. Und das sieht man auch immer wieder, Frau Merkel tritt sehr gerne mit Frau Lagarde auf, die ist sehr, sehr dankbar, weil Frau Lagarde hat ihre Politik sehr, sehr einfach gemacht und das gilt für die Ampel nicht mehr. Ja, das stimmt leider einfach nicht. Deutschland hat ja gar keine zusätzlichen Schulden gemacht. Es war ja kein Land solider als Deutschland, also in den 10 Jahren, von denen Sie jetzt reden, seit Frau Lagarde dran doch ist. Nein, es war in Europa, aber niemand solider als Deutschland. Wer denn? Also die Staatsverschuldung ist deutlich angestiegen. Es wurden ja viel Firmenbonds emittiert, aber nicht als Anteil jetzt von BIP. Jetzt seit 3 Jahren, aber doch vorher war doch, ich habe doch gezeigt, die Grafik, Deutschland nicht war auf der Anteil Sparerseite. Nicht als Anteil von BIP, aber doch absolut, ja. Das was? Nein, ist nicht angestiegen. Absolut, was heißt absolut? Im Verhältnis zum BIP? Ja, eben nicht zum Anteil also nicht von BIP, aber absolut. Absolut, was heißt denn das? Ja, also absolut steigt der alles. Staat macht schon in viele Euros. Milliarden steigt alles, absolut steigt alles, aber in Euros. Alles, worauf es ankommt, ist im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Sonst okay. haben wir keine Wirtschaft. Ich habe jetzt vom zusätzlichen Ausgabenvolumen gesprochen. Ich sehe es jetzt mal als einfache Bürgerin. Nein, ich mache mir schon Sorgen, wenn ich sehe, was alles ausgegeben wird. Aber die Sachen werden verdreht. Es hat keinen zusätzlichen Spielraum durch Frau Lagarde für Frau Merkel gegeben. Das ist völlig absurd. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Das ist einfach eine Behauptung, die er in die Welt setzt und das ist durch nichts zu rechtfertigen. Es hat es nicht gegeben. Deutschland hat, andere Länder kann man noch drüber streiten, aber Deutschland hat keinen zusätzlichen Spielraum gehabt für zusätzliche Verschuldung. Und wenn es die EZB nicht gegeben hätte, hätte es eine andere Zentralbank gegeben, die auch dafür gesorgt hätte, dass die Zinsen niedrig geblieben sind. Die ganze quantitative Lockerung ist ja nur passiert, um die Zinsen niedrig zu halten. Mhm. Und ich habe Ihnen schon mal gesagt, bei einem Videotermin, schauen Sie in die super solide Schweiz, die hat viel mehr ihre Bilanz ausgeweitet, die Zentralbank in der super soliden Schweiz, nämlich mehr als jedes andere Land der Welt in den vergangenen 10 Jahren. Warum? Weil sie am Devisenmarkt interveniert haben, wie verrückt. Da müsste man auch sagen, so extrem unsolide. Die haben das Geld da rausgeschmissen. Das ist alles Quatsch.
Sie haben verhindert, dass eine verrückte Aufwertung des Schweizer Franken passiert. Und die Japaner haben auch natürlich eine massive Ausweitung ihrer Bilanz. Warum? Aus dem gleichen Grund, weil sie auf andere Weise keine Möglichkeit haben, ihre Wirtschaft zu stabilisieren. Okay, also ich habe in der Vorbereitung gelernt, ich dachte eigentlich, wir machen so eine Art Dreisprung, Deutschland, Euroraum, internationale Weltwirtschaft, aber dann habe ich ja gelernt, die Wirtschaft kennt gar keine Grenzen, also insofern ist das überflüssig. Aber ich glaube, was man guten Gewissens sagen kann, Geld macht nicht glücklich, Geld allein macht nicht glücklich, aber kein Geld macht auch nicht glücklich. Wo ist die goldene Mitte? Reden wir insgesamt zu viel über Geld? Ist es nach wie vor richtig, das Wachstum so in den Mittelpunkt zu stellen oder ist diese Zeit überholt? Was würden Sie sagen? Ich würde jetzt gerne Herrn Professor Schnabel fragen, weil Sie eben gesprochen haben. Also die Forschung hat ja lange Zeit gesagt, Geld macht nicht glücklich. Jetzt gibt es eine neue Studie, die sagt, Geld macht doch glücklich. Einkommen, das sollten wir Einkommen sagen, nicht ist, Geld. Es weil ist, mit dem Zentralbankgeld hat es wieder nichts zu tun. Einkommen, ne? Es ist, ja, Einkommen. Einkommen. Es ist schwierig, aber das Problem ist ja, wenn Sie wachsen, ja, also nach diesen Erhardtschen Reformen sind wir stark gewachsen und dann konnten Sie halt was zusätzlich verteilen. Also alle haben hart gearbeitet. Und am Ende des Jahres hatten alle mehr. Die Krankenschwester hatte mehr und der Arzt hatte mehr. Der Arzt hatte vielleicht ein bisschen mehr gekriegt zusätzlich als die Krankenschwester. Und der Abstand hat sich vielleicht ein bisschen nach oben erhöht. Aber alle sind nach oben gewandert. Alle wurden für ihren Einsatz am Arbeitsplatz belohnt. Und die Mittelschicht ist sehr, sehr stark gewachsen. Und jetzt haben wir halt den gegenteiligen Fall. Mhm. Der Kuchen schrumpft, ja. Und sobald der Kuchen schrumpft, haben sie ein extremes Verteilungsproblem. Die Ärzte plakatieren, wir leisten gute Arbeit, wir wollen mehr haben. Und wenn sie dann den Ärzten und den Politikern mehr geben, dann heißt es im Umkehrschluss, dass die Krankenschwester weniger kriegt. Und die ist im Zweifelsfall nicht so gut politisch organisiert wie die Ärzteschaft und die Apotheker. Und dann hat die halt am Ende des Jahres weniger. Also das Gehalt ist vielleicht konstant, aber die Preise an der Ladenkasse steigen. Und dann ist die Krankenschwester frustriert. Und solche Menschen tendieren dann dazu, sich nicht verstanden zu fühlen und an die Ränder abzuwandern. Ich lebe jetzt im Osten und da sind viele Menschen schon an die Ränder abgewandert, aber die haben auch kein so großes Wohlstandspolster wie im Westen. Die haben keine so großen Ersparnisse, die haben nicht so einen hohen Durchschnittslohn und die haben eigentlich auch schon lange Existenzängste, dadurch, dass sie eben das Gefühl haben, dass sie absteigen. Und die Leute müssen sie irgendwie mitnehmen. Und wenn sie denen jetzt noch sagen, na, ihr habt eigentlich noch zu viel, also wir brauchen jetzt Degrowth, um das Klima zu retten und wir müssen euer Gehalt jetzt vielleicht noch um 30-40% absenken, damit wir unsere Ziele, die wir in Berlin formuliert haben, erreichen, dann nehmen sie die Menschen nicht mehr mit und das führt dann halt zu einer politischen Radikalisierung. Und das Problem müssen sie irgendwie lösen. Sehr wichtig, ja. Ja, mit den letzten drei Sätzen stimme ich überein. Sollten wir notieren. Okay. Wer hat den Stift? Nein, aber generell will ich doch noch eine Anmerkung machen. Das Problem ist, ich bin absolut dafür, etwas gegen den Klimawandel zu tun, um nicht missverstanden zu werden. Nur in der Tat, wir müssen es erstmal demokratisch legitimieren. Das heißt, es muss auch demokratische Mehrheiten dafür geben, denn niemand kann eine Ökodiktatur wollen. Und das zweite, aber viel größere Problem ist, dass wir brauchen einen globalen Ansatz. Mhm. Und einen globalen Ansatz gibt es nicht in Wirklichkeit. Mhm. Es gibt Paris, aber das ist kein globaler Ansatz. Paris ja. ist eine Absichtserklärung vieler Länder, zu sagen, ich werde mich mal anstrengen, in den nächsten Jahren das ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Das ist nicht der Weg. Wir brauchen einen globalen Ansatz, der darauf hinausläuft, auch von der ganz anderen Seite angreift, nämlich da angreift beim Angebot dieser fossilen Energieträger. Die müssen in der Erde bleiben, darum geht es, die müssen in der Erde bleiben. Das muss man mit den Produzenten aushandeln, dieser Energieträger. Solange die aus der Erde geholt werden, werden die immer verkauft. Und da können wir uns auf den Kopf stellen und gar nichts mehr konsumieren, dann werden sie irgendwo anders noch billiger und werden umso mehr verbraucht. Da ist der falsche Ansatz. Und der falsche Ansatz der deutschen Politik ist, jetzt hier einen unglaublichen Ökofrust zu veranstalten, der dazu führt, dass die Grünen absacken und dann in 4-5 Jahren niemand mehr was von Klimawandel und Umweltschutz hören will. Das ist fundamental falsche Politik und die wird noch verstärkt, wenn die Wirtschaft, wie es jetzt aussieht, in den Keller geht. Das ist dann total kontraproduktiv gegen
gegen den Umweltschutz. Ne? Das ist kontraproduktiv zum Umweltschutz, der Rückgang des Wachstums. Und deswegen muss man neutral darüber nachdenken. Man muss eben, und da stimmen wir überein, dafür sorgen, dass es Entwicklung gibt. Nicht Wachstum, nicht blödes, blindes Wachstum, sondern Entwicklung, die gesteuert ist, aber von dem Versuch der Menschen, Lösungen zu finden, um ohne fossile Energieträger auszukommen. Ich würde sagen, das können wir auch notieren. Gibt es noch weitere Fragen aus Ihrer Runde? Ja, bitte. Sie haben vorhin gesagt, dass die Länder in Europa sich an Deutschland, ich sage jetzt mal, drangehangen haben und ja. Wir dann den Euro geschaffen haben, um sich vor den Finanzmärkten ja. der Welt zu schützen. Wenn ich jetzt aber bedenke, dass wenn man jetzt Griechenland 2008 anguckt, verstehe ich nicht ganz, wie Sie das meinen, weil das scheint ja nicht so wirklich immer zu funktionieren, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt, weil wir in dieser Krisensituation mit Griechenland haben wir in der Tat falsch funktioniert. Da gab es ein falsches Krisenmanagement der Europäischen Währungsunion und der Europäischen Union generell. Griechenland hat etwas falsch gemacht, es hat seine Löhne zu stark erhöht. Aber Deutschland hat mindestens so viel falsch gemacht, es hat nämlich seine Löhne zu wenig erhöht. Und diese Diskrepanz hat schließlich zu dieser Krise geführt. Nur adressiert wurde nur Griechenland. Ne? Das kleine Griechenland, das konnte man niedermachen. Das große Deutschland, darüber schweigt man. In Brüssel wird total verschwiegen, dass Deutschland gegen die europäischen Verträge seit 15 Jahren systematisch jedes Jahr verstößt. Wird einfach unter den Tisch gekehrt. Und das ist der größte Skandal. Und dann hat man, darauf will ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen, könnte man stundenlang Geschichten erzählen, Griechenland etwas auferlegt, was auch fundamental falsch war. Man hat nämlich Griechenland auferlegt, die Löhne zu senken. Griechenland hat dann 30% Lohnsenkung unter dem Druck der Troika gemacht. Und wozu hat es geführt? Nicht zu höherer höherer Beschäftigung und rückgängiger Arbeitslosigkeit, sondern zu einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit, weil es das, was Herr Schnabel glaubt, nämlich nicht gibt, eine Substitution von Kapital durch Arbeit, sodass bei sinkenden Löhnen mehr Arbeit eingestellt wird. Bei sinkenden Löhnen sinkt die Nachfrage und dann werden weniger Arbeit eingestellt. Und das ist in Griechenland passiert. Aber um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, haben diese 30% nicht mal ausgereicht. Die 30% Lohnsenkung in Griechenland haben nicht mal ausgereicht, um gegenüber Deutschland und den Ländern, die ganz unten stehen, bei dem Lohnniveau im Verhältnis zur Produktivität, dort etwas zurückzugewinnen. Deutschland nimmt jedes Jahr unserem Nachbarn, wir sind ja hier in Saarbrücken, ne, unserem Nachbarn, über den wir so ungern reden, jedes Jahr nimmt es unserem Nachbarn in massiver Weise Arbeitsplätze ab, auf der ganzen Welt, in Europa, dadurch, dass es der Exportweltmeister ist und so schön niedrige Löhne im Verhältnis zu seiner Produktivität hat. Mhm. Bitte. Ja, also es ging um das exorbitante Privileg. Ja, was ist das exorbitante Privileg? Wenn ich mich in eigener Währung im Ausland verschulden kann, wie die USA das in den 60er und 70er Jahren konnten, dann kann ich viel, viel mehr finanzieren. Also auch ein großes Militär, Kriege, Rettungsaktionen für Finanzmärkte und so weiter und so fort. Und das exorbitante Privileg war nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Vereinigten Staaten für Amerika. Das haben sie auch dazu genutzt, den Vietnamkrieg und Sozialausgaben auf Kosten der anderen Länder zu finanzieren. Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass das Bretton Woods-System zusammengebrochen ist. Also die Deutschen, die Franzosen, die Italiener haben dann ihre Währung nicht mehr an den Dollar gebunden ab Beginn der 70er Jahre und haben deswegen die Staatsausgaben der Vereinigten Staaten nicht mehr mitfinanziert. Und dann ist ein neues exorbitantes Privileg in Europa entstanden bei der stabilsten Währung, das war die Deutsche Mark. Die Deutsche Mark war dann die Leitwährung in Europa und die anderen Länder konnten nur entweder ihren Wechselkurs gegenüber der Deutschen Mark stabilisieren oder abwerten, was mit einem großen Prestigeverlust verbunden war. Und deswegen wollten die Franzosen am Ende den Euro, damit das exorbitante Privileg dann gleichmäßig über alle europäischen Länder aufgeteilt würde. Das ist dann auch passiert. Also man munkelt immer wieder und immer wieder und immer wieder, dass die Deutschen diesem Euro nur zugestimmt haben,
weil die Franzosen die Zustimmung, ihre Zustimmung zur Wiedervereinigung zur Bedingung gemacht haben. Aber die Franzosen haben sich mit einem verkalkuliert. Ja. Sie wollten natürlich auch mit dem Euro ein Gegengewicht zum Dollar schaffen und dem Dollar ein Stück von diesem exorbitanten Privileg auf den Weltmärkten abjagen. Aber sie haben sich verkalkuliert, weil nur eine stabile Währung hat ein exorbitantes Privileg, aber man hat dann, nachdem der Euro eingeführt worden war, nach dem Modell der Deutschen Bundesbank, Stück für Stück den Euro in eine Weichwährung transformiert. Und deswegen, wer war das? Wer hat das gemacht? Naja, die Leute im Board der Europäischen Zentralbank. Ich habe einen ganzen Aufsatz dazu geschrieben, schicke ich Ihnen mal. Ja. Die haben das gemacht. Und jetzt haben wir eine Weichwährung. Jetzt wird der Euro dazu genutzt, Staatsausgaben zu finanzieren. Die Deutsche Bundesbank hat nie eine Staatsanleihe in ihre Bilanz genommen. Ja, die Europäische Zentralbank zu Beginn auch nicht. Sagen Sie doch, wie viel die Amerikaner gerade in ihre Bilanz genommen haben. Die Staatsanleihekäufe der Europäischen Zentralbank haben erst mit der Krise eingesetzt. Und darum ging es, ja, aber man konnte jetzt mit dem Euro als Weichwährung das exorbitante Privileg des Dollars leider nicht in Frage stellen. Okay, also wir sehen... Ich muss noch eine Anmerkung machen zu diesem... Aber ganz kurz bitte, ja, ganz kurz, okay? Auf die Uhr, okay. Aber die Amerikaner haben auch vorher keine Quantitative Easing betrieben, also keine Staatsanleihen in die Zentralbankbilanzen genommen. Alle Länder haben das angefangen nach der Weltfinanzkrise. Nach der Weltfinanzkrise, das größte Marktversagen aller Zeiten war. Ne? Die Marktgläubigen wollen das nicht wahrhaben. Das größte Marktversagen aller Zeiten war 2007, 2008. Und danach hat man im großen Stil begonnen, Quantitative Easing zu betreiben. Japan hat es schon vorher getan. Warum? Weil Japan hatte seine große Finanzkrise schon 89, 90, da hat es angefangen. Immer nach gewaltigen Krisen des Marktsystems sind die Staaten dazu übergegangen, solche Maßnahmen zu ergreifen, weil dann das System, die Gefahr bestand, dass das System so destabilisiert wird, dass man es nicht anders halten kann. Aber nicht aus Jux und Dollerei und weil irgendjemand in der Spitze der Zentralbank nur unbedingt mal Staatsanleihen halten wollte. Wir sehen, alles hängt mit allem zusammen. Ich habe gelernt, Geld ist nie weg. Wenn welches fehlt, dann ist es einfach nur gerade woanders. Und mit dieser Lebensweisheit eines Unbekannten möchte ich gerne unsere Diskussion für heute Abend schließen. Mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken, Herr Professor Schnabel, Herr Professor Flassbeck. Ich finde, Sie haben recht, es wird viel zu wenig diskutiert. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch ein bisschen. Und wenn es dann dazu kommt, dass Sie die Champagnerkisten haben, wir kommen gerne wieder. Ja. Vielen Dank. Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Das richtige Fach studieren Sie ja. Okay, tschüss. Vielen Dank. Ja, alles klar.